Grüß Gott. So heiß. Und so? Ja, was? Wir sind schon dran. Ach so. Okay. Grüß Gott, Sohn, kommt jetzt, gell? Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Gibt's Fragen? Jetzt am Anfang sicher nicht. Aber vielleicht sollte man mal erklären, worum es überhaupt geht. Okay, das ist ganz einfach erklärt. Bei uns geht es grundsätzlich um nichts. Das Einzige, was Sie wissen müssen, ist, dass wir im Folgenden an zwei verschiedenen Schauplätzen unterschiedliche Leute interviewen und dann zwischen diesen beiden Szenen immer hin und her springen. Versteht man das jetzt? Nein, sicher nicht. Warum vermischen wir die zwei Geschichten, wenn sie nichts miteinander zu tun haben? Dafür gibt es keinen besonderen Grund. Das dient ausschließlich zur Verwirrung. Verstehe. Zur Verwirrung. Okay, bitte. Film ab, glaube ich, sagt man, oder? Auf geht's. Auf geht's. Fragen Sie mich nicht wie, aber irgendwie ist es alle und ganz so gelungen. Von Ordnungshütern unbemerkt in die Polizeikantine in der Karlauer Straße einzudringen. Also, ja sicher, willkommen zu uns in der Polizeikantine bei der Karlauer Straße. Wunderbar. Ja, sicher. Auch wenn man nicht Polizist ist? Auch wenn ich nicht Polizist ist. Und auch wenn man vorbestraft ist, so wie er? Auch wenn ich. Ich gehe jetzt wieder. Also, du bist Skilehrer, oder? Nehme ich an. Ja, sieht man das? Das ist dieses absolut gesetzte, entspannte Gehabe, das du an den Tag legst. Sehr gut. Sind das Stierhoden? Nein, von der Ziege. Ziege? Ziegehoden. Ziegen, ja, so also das. Der Kerl, den habe ich noch mal nicht gesehen. Ziegeneier. Wie macht der Ziege? Auf Deutsch keine Ahnung. Wie macht's? Woher kommen Sie? Aus Peru. Aus Peru? Jawohl. Jetzt schon dann eine peruanische Ziege einmal. Ja, gleich ich hier. Wie geht die? Meh. Meh? Ja, sicher. Klingt ähnlich wie eine deutsche Ziege. Ach so? Ja? Rennen fast gleich. Olli, kannst du dich erinnern, da hat es früher, wenn wir klein waren, immer so eine Skigymnastik gegeben? Ja. Vielleicht können wir, Entschuldigung, machen die Damen kurz mit bei einer Skigymnastik. Sie kennen das, wie es im Fernsehen war, immer früher. Am ganzen Willen wissen Sie, wie viel Preis ich Skifahren habe gehabt, aber ich bin zu alt. Probieren wir mal ein peruanisches Huhn. Ja, weil unser Hund macht. Ist leer. Wow, wow. Ein Huhn, nicht Hund. Ach so, ein Huhn. Was ein Huhn? Achso, in den Händen. Also, ba? Na. Ba, 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 ba. So, gehen wir's an. Konzentriert sich ein bisschen. Disziplin, gell? Brauchen wir jetzt. Disziplin. Du bist jetzt dran, du musst zurück. Da hinschauen, wir machen genau das, was ich mache. Jawohl, und da fangen wir gleich mal von oben an. Und rechter Arm kreisen, vorwärts. Rechter Arm. Jawohl, alle vorwärts kreisen. Geht schon los. Vorwärts, andere Richtung. Vorwärts. Genau, das ist vorwärts, jawohl. So, der ultimative Tiere-Geschmackstest. Was ist das für ein Tier? Ich würde sagen, ein Rentier. Rentier heute im Tiroler Kreisel ist das normal auch so. Und da haben wir die Kartoffeln aus dem Marschwald, ne, was ja auch in Tirol liegt, wie wir alle wissen. Ne? Achtung! Die GVB, pass auf! Auf die Seiten! Wir können nicht durch unseren Touren so gehen. Nein, mach's. Zuerst rückwärts gehen. So, pass auf. Wenn meine Geschmacksnerven jetzt nicht verwirrt werden, würde ich fast sagen, dass das jetzt ein Hirsch war. Ein Hirsch? Ein Hirsch. Wie viele verschiedene Tiere sind da drinnen in dem Tiroler Kreisel? Da muss ich schauen, wie viel insgesamt da noch drinnen ist. Ja. 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 Würde ich sagen, vier, fünf mehr haben wir diesmal nicht rein. Was war das jetzt, das dritte? Das war jetzt ein Krokodil. Ein bisschen zackiger, wenn es geht. Zackiger. Zackiger. Geht schon, geht schon. Zack, zack. Jawohl, beim Skifahren müssen wir motiviert sein. Geht zack, schon. Zack. Gas, Gas. Ja, wie macht das Krokodil? Das kann ich da in der Küche nicht machen. Muss mich umdrehen, weil da draußen essen die Leute. So macht das Krokodil. Ja. Wie macht das Rentier? Das Rentier macht. Und was war das dritte, was wir gehabt haben? Das dritte war ein Hirsch. Wie macht der? Muss er prompftig sein, der Hirsch? Dann bitte unbedingt. Ja. Macht ähnlich wie das Rentier, he? Ja, das sind ja auch verwandt. Hüftkreisen. Die Hüften.
Jawohl, super. Das sind die brasilianischen Rhythmen. Jawohl, und andere Seiten. Geht schon los. Das ist Schicken-Lastig, verstehst du? Irgendwie spielt man das ja so aus von der Cobra. Dürf man nicht. Dürf man nicht. Cobra ist. Wie macht die Cobra eigentlich? Cobra macht Mahlzeit, kann ich noch eine zweite Portion haben. In freier Wildbahn? Ja, in freier Wildbahn habe ich es Gott sei Dank noch nicht erleben müssen. Maestro, was heißt Servus, Mahlzeit auf Peruanisch? Warte mal. Hola und buen provecho. Das kann man natürlich nur in Peru wissen, weil da gibt es ja auch die Scherentänzer in Peru, wie wir alle wissen, die mit dem Rücken verkehrt über die Stufen runterhüpfen. Die Scherentänzer? Die haben dann wahrscheinlich mit dem Gummi zu tun, auch mit dem Ola, ne? Nehmen wir mal an. Was ist mit den Scherentänzern? Klärt es uns da auf? Ja, es ist eine Parodie von der Zeit von der spanischen Kolonie. Die werden die Spanier so verarscht von den Indien. No? Die imitieren die Spanier, wie blöd die waren. Jeder nimmt ein Messer in die Hand, bitte nimm ein Messer in die Hand. Wir hupfen da jetzt. Ja, stimmt nochmal. Wie heißt das? Wie heißt dieser Tanz? Baile las tijeras auf Spanisch. No? Der Tanz die Schere. Und wir starten also beim Zuhäusl und gehen gerne mal in die Hockey, jawohl. Jawohl, und da geht's wieder hin, Mause vorne und Sprung. Jawohl, und da gehen wir weiter runter, und links kurven. Links. Jawohl, und rechts kurven. Jawohl, und nochmal vorbereiten auf den Sprung, und der Sprung. Sprung, jawohl. Jawohl, komm, ruf mit. Jawohl. Scherentanz verkehrt. Ah, Seidel im Sprung, geht schon los. Lerchenschuss, Kasperlwesen. über die Traversen, da müssen wir drinnen bleiben. Jawohl, schau die Folge. Jawohl, und Vorbereitung für den Zusprung. Jawohl, Vorbereitung für den Zusprung, und Zusprung. Und nochmal die ab. Und durchs Ziel. Jawohl. Die Frau Erner hat gewonnen, die müssen wir jetzt kurz interviewen. Jawohl, bitte. Siegerinterview. So. Wollen die Palette so tun, gut ansehen, mit dem. Kann man das schon mal zeigen? Wie tun das so, wenn man das so so. Owe! Probier ganz so. Ah, das war schön. Hoppala. Moment. Wie war's, Frau Jana? Sehr gut. Ja? Wie alt sind Sie? 80 wäre ich heuer. 80 Jahre. Und was war das für eine Abfahrt jetzt? Wie war das gut? Das war Kitzbühel. Ja. Und Kitzbühel gewonnen mit 80? Ja, so, da sind wir aufgeweichen. Da waren wir. Sie kennen die Strecken schon? Früher schon, aber jetzt nicht. Die kenne ich nicht. Nein, die Strecken kenne ich nicht mehr. Da war ja Schulermadel. Und weil sie den Streckenverlauf in den vielen Jahren vergessen hat und sie dadurch den anderen Teilnehmern gegenüber keinen Vorteil gehabt hat, hat sie das hochdotierte Preisgeld trotzdem erhalten. Du, wir sind schon wieder dran. Bin informiert, keine Sorge. Das Grundprinzip des Films sollte Ihnen jetzt geläufig sein. Das muss es spätestens zu diesem Zeitpunkt auch, denn jetzt geht's erst richtig los. Für Sie heißt es jetzt, anschnallen bitte, oder Sie benutzen die Notausgänge an beiden Seiten des Kinosaals. Fasten Ihre Seatbelts. Auf gute Geschichten muss man mitunter ziemlich lange warten. Wie lange, glaubst du, müssen wir da stehen, bis der erste Brief eingeholt wird? Keine Ahnung, wir haben ja Zeit, es ist noch früh am Morgen. Gut. Warten wir, ob irgendwer kommt, der heute eine Post einwirft. Leichte Musik, was sehr gut geht, das ist zum Beispiel Carisi oder Puccelli oder Pavarotti. Also machen wir eine kurze Hörprobe. Sie legen was auf und wir müssen raten, was das ist. Ja, okay, ja. Schauen wir mal, eher der leichten oder der schweren Muse. Ja, genau, weil sonst sehen wir das ja. Alles klar. Ja gut, dann perfekt. Sie spielen fünf Nummern an. Wir schauen weg. Nein, auf keinen Fall, gemischt. Da kennen wir uns nicht aus. Ganz gemischt, was Sie wollen und wir müssen. Nein, nichts Weihnachtliches. Ganz Ostern hätten wir gern. Ja, so. Und so? Haben Sie eine Post? Ja, das ist meine tägliche Post, was ich da aufgebe. Aber aha, dann. Sie kommen aber ein bisschen spät, wir stehen schon ein paar Stunden da. Was ist da los? Damit das, nein, das ist der Computer. Meine Sie, das ist aber auch kein normales Verhalten von einem Computer, oder? Nein, nein. Was tut der? Der tut so witzig, ich habe ein bisschen Angst vor dem. Nein, brauchen Sie nicht. Das klingt wie ein Kühlschrank. Nein, ist ein Computer. Ja. Und warum tut er so? Ja, weiß ich nicht. Stört Sie das nicht? Nein,
Sie drehen die Musik dann lauter. Du, jetzt los, die Frau Daniela mal Musik. Okay, legen Sie mal auf. Alles klar. Wir konzentrieren uns. Sie legen einfach auf, spielen eine Nummer an und wer es als erster von uns zwei rotet, kriegt einen Punkt. Sie sind Schiedsrichter, okay? Okay. Hallo, grüß Gott. Wer ist jetzt der Künstler von euch? Oh, laut zwei Künstler, gell? Ja, sicher. Die Frau Daniela schaut aus wie die Frau Milbar, wenn man das so. Zucchero! Nein, das ist. Dormero! Das ist jetzt ein Event, natürlich. Das ist ein Event mit wenig Zuschauern. Brauchen wir ja keine. Aber jetzt habt ihr gleich ein paar mehr. Die Materie. Oi, oi, oi. Aufpassen, der Wind besiegt das Kunstwerk. Das war eine Aktionskunst, nehme ich gleich. Der, das singt, ist der Il Santo, Kalifornien. Dormero. Dormero, ich hab's gewusst, wer kriegt den Punkt? Du. Sie. 1-0. Gehen wir. Schwach warst, Ertl. Ich könnte euch etwas sagen in meinem Keller unten. Spielzeug für Erwachsene? Richtig, ja. Ja. Oh, da sind wir aber neugierig, da gehen wir gern mit. Gell? Okay, gut. Da oben, oder was? Ja, ja. Gut. Ausgeschnitten, ja. Oh, ist klar. Ja. Nur fein. Und das legst du dann drauf und sprichst. Kann jeder Künstler sein? Mein Gott, der Scheiß vom Beiß. Das kann ja alles, alles ist Kunst. Hauptsache ich mach's, gell? Hauptsache ich Beuys mache es. Sie sind aber Herr Beuys? Nein, ich bin nicht der Beuys, ich bin der Sascha. Lass die Frau Daniela machen, wie sie will. Mir irritiert der Computer da ein bisschen. Der Kühlschrank. So. It was Fascination. Fascination heißt es. Grüß Gott. Ja. Komm uns noch raus. Frau Weber, komm uns her. Frau Weber? Grüß Gott. Wieso macht ihr das da heraus? Habt ihr kein Atelier? Nein. Erstens und zweitens, das ist ja der Trick, dass wir in unserem Stammlokal was machen. Neben einem Stammlokal, um genau zu sein. Ja, neben dem Stammlokal. Kunst im freien Raum, jawohl. Nein, in die Zeitung kommen sie eh nicht bei uns. Nein. Das ist Fernsehen. Achtung, Stufe. Das ist der Gradierenscherr, der mein Hund. Nein, sie Steiermark 1, Frau Weber. Frau Weber, schauen Sie aus einmal. Steiermark 1, ja. Spielen Sie öfters mit dem Herrn? Nein. Nicht? Nein, ich sehe ihn wenig. Aha. Ja. Er hat nämlich viel Spielzeug für Erwachsene im Keller, hat er gesagt. Ach so, ja, ja. Aber mit dem, das interessiert mich nicht, was er hat. Mit dem kann ich nicht umgehen. Daniela? Daniela, eine Frage. Ist Nat King Cole nicht die Abkürzung für Natalie King Cole? Ja, das ist die Tochter. Ah, das ist die Tochter. Und der Vater hat auch Natalie geheißen? Ja, ja. Ja? Stimmt das? Wissen Sie das? Entschuldigung, ich habe nicht gehört, was Sie gesagt haben. Der Vater von der Nat King Cole hat auch Natalie geheißen? Das weiß ich nicht. Das. Was da kommt? Was da kommt? Der Bastard? Ja, Bastard, da ist er. Wo ist das für einer? Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Das sind die mit der blauen Zunge, gell? Ja. Das sind die, die immer gehen. Servus, ciao, ciao. Ciao, ein Ciaoli ist das, ja. Und wenn er kommt, sagt man hallo, hallo. Wenn er kommt, sagt man Berle, grüß dich. Eben, da schau. Der Papa von der Natalie hat auch Natalie geheißen. Das ist der Papa. Das ist der Papa. Alles klar, vielleicht können wir die Dame beraten da schnell. Wenn ich danach komme, dann möchte sie ab und zu. Ja. Wieso kommen Sie in der Nacht die Frau Weber besuchen? Das wollen wir jetzt schon genau wissen. Ja, genau. Die Frau Weber nicht, aber zu meinen Spielzeugen. Für Erwachsene. Die Dame spielt jetzt eine Runde schnell mit. Die Frau Daniela legt immer was auf. Ja. Und wir raten nachher, wer das ist. Und der, der als erster weiß, zeigt auf und sagt, was es ist, okay? Eine Runde spielen Sie mit. Orchestral oder mehr gesungen? Nein, das ist ja unfair, wenn die Dame. Ja, okay, von mir aus. Okay. Gesprochene Märchen. Oder was meinen Sie jetzt? Klassik. Orchester, also Orchester. Orchestral, passt. Vielleicht kenne ich mehr aus. Werden wir schauen. Und? So. Da ist die strenge Kammer jetzt. Da ist eine. Schasch, Maria. Eines. Doch, da ist irgendwas aus Gummi drin. Ja, gibt es hier aus Gummi auch. Die Reifen da zum Beispiel. Yes. Ich habe ein bisschen mit einer anderen Gummi geredet. Verständlicherweise herrscht nun bei den beiden Herren tiefste Enttäuschung. Dafür werden sie in der nächsten Szene ausreichend entschädigt. Das ist aber was Erotisches. Das ist das geil erzähltes. Eine Frau. Ja, aber das ist ja ein Akt.
Im wahrsten Sinne des Wortes. So. Ja, aber du das bist sprayen. Ja, ich will sprayen. Da, da oben. Ja, da das oben. Weiß ich schon. Ja, ist gut. Und auf was muss ich achten, genau? Auf nichts. Frau Daniela? Ja, was? Jetzt packen Sie extra eine neue CD, vielleicht, weil wenn die neu ist, dann kennt die ja noch keiner. Nein, die ist nicht neu, die ist ja nur verpackt. Okay, passt. Kennt die Dame sicher. Achtung jetzt. Panflute Mute Mutz. Das ist der Herr Zahnfier. Herr Zahnfier schon, aber das Stück. Ja, das Stück ist. Ja, das war jetzt der richtige Akzent. Jetzt lasst er sie gehen. Ja, jetzt lass ja. Die Sau heraus. Ah! 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 Jetzt geht's mit ihm durch. Jetzt geht's durch. Gut, jetzt passt. Ja. So. Das ist so bekannt, das fällt mir im Augenblick nicht ein. Es ist zu bekannt. Ja, es ist sehr bekannt. Es ist einfach zu bekannt. Frau Daniela, bitte. Was ist es? Violinromanze von Beethoven in F-Dur. Aha. Violina Emanze. Nein, Romanze. Romanze, nicht Romanze. Emanze. Das war's. Auch ein Amateur findet hin und wieder mal einen guten Spray. Okay. Ich werde hier nicht akzeptiert. Aber Sascha, danke. Ja, servus. Jetzt geht's. Der zweite Satz aus dem Mozart-Klavierkonzert, KV 367. Es sind aber gar nicht solche Titel, die man sich leicht merkt, gell? Zweiter Satz aus dem Klavierkonzert Wolfgang Amadeus Mozart. Was haben Sie noch dazu gesagt? Köchelverzeichnis. Was für ein Verzeichnis? Köchelverzeichnis. Köchelverzeichnis. Ja. Haben Sie meinen künstlerischen Erguss mitbekommen jetzt? Ja, den Schrei habe ich, den Urschrei. Wir haben uns gefragt, ob das notwendig ist, dass man, wenn man künstlerisch tätig ist, schreit dazu. Und ist auch nicht aus. Geordnet hat. Ist nicht aus Klöch. Nicht aus Klöch, nein. Köchel, wie Kochlöffel, wie Köchel. Kochlöffel. Wie Köchel, Köchel. Köchel, alles klar. Köchelverzeichnis. Gut, danke für diese schöne Musik. Drehen wir es gleich ab, bitte. Darf ich fragen, von welchem Verein ihr seid? Verein? Freie christliche Gemeinde. Ja, zur Förderung der Scherenschnittkünste. In diesem Sinne weiterhin viel Spaß, viel Erfolg, viel Freude und viel Ruhe. Wir gehen schon wieder. Ja, danke. Wir lassen die Damen allein. Wie ist es jetzt ausgegangen? 2-1-1, oder? Ja. 2-1-1. Nein, 2-2-2. Du hast da 2 gehabt, weil 1. Du hast das vorher kennt von Beethoven. Ja, 2 halt. Wir zwar haben 2 Punkte, die Dame hat leider nur einen, sie sind aber später gekommen, deswegen sagen wir Einstand, oder? Ja, okay. Gut, ja. Danke. Danke. Wiedersehen. Frau Daniela, Frau wie? Malz. Frau Malz, Wiederschauen. Wiederschauen und viel Spaß mit dem Köchelverzeichnis ja. Noch. Danke. Wiederschauen. Ja. Ciao. Ciao. Soweit zu den seinerzeit aktuellen Geschehnissen in Graz. Entschuldigen Sie bitte. Wir bekommen gerade eine aktuelle Meldung herein. Ich fand den Beitrag vom 10. März 2006 schlechthin eine Frechheit. Mit angewandtem Journalismus hat diese Möchtegern-Verarsche wirklich nichts zu tun. Eine Frechheit. So, das ist mein Abteil da. Im Köller tun Sie schnitzen? Ja. Das ist mein Atelier, Schnitzatelier. Schnitzatelier in Köln. Herrn Bürgermeister müssen wir. Ja, in welcher Angelegenheit wollten Sie zu meinem Bürgermeister? Privat. Privat? Ja. Privatfernsehen. Ist er da? Er ist in einer Sitzung. Und das sind die Schnitzfiguren? Und das sind die Figuren. Wer das ist, das wissen wir. Ja. Das ist halt der König von Jerusalem, nicht? Und die Juden. Auch genannt Jesus? Ja. Dem ist aber schlecht ergangen da. Ja. Bei der Kreuzigung wird es nicht viel anders gewesen sein. Wo sitzt denn? Wer? Der Herr Bürgermeister. Der Herr Bürgermeister ist ja in einer Sitzung? Ja, aber wo habe ich gemeint? Ja, das ist da im Rathaus irgendwo? Wieso wollen Sie das wissen? Na, die Post muss ich dann machen. Aha, ja, da passt auch irgendwas nicht. Da kommen nachher solche Platten hinzu. Das sind dann die Silikonimplantate. Und dann, ja, die wird so hergerichtet, wie sie halt in die Spitäler machen.
Sehr gut. Wo sitzt der Bürgermeister? Das ist sein Büro. Das ist sein Büro, da ist er jetzt nicht drinnen. Ich weiß es nicht, ich muss jetzt fragen, wenn er aber jemanden drinnen hat. Eine Sitzung wäre im Salon, nehmen wir an. Ne? Sitzung im Salon. Aber da kann man schauen, oder? Schauen wir, ob er Sitzung hat. Irgendwie bin ich befreundet mit ihm. Mit dem Jesus? Ja, und mit seinem Vater. Mit dem Gott. Mit dem Gott. Ihr versteht euch gut. Ja, weil er hilft mir nichts und ich ihm nichts. Dann werden wir jetzt wie eine Partei da Platz nehmen, oder? Geht man das? So? Setz dich auch hin. Du bist auch eine Partei jetzt. So. Dann warten wir gemeinsam mit dem Herrn Rachholz. Was haben wir jetzt Parteitag? Rachholz. Und so. Nennt man das jetzt Parteitag, wenn wir da sitzen? Nein, wir sind eine Partei. Also, ein Bürger will etwas. Ist kein Parteitag. Bürgerwille sind wir. Bürgerwille. Dann kommt der Knie-Riemen. Der Knie-Riemen? Sie müssen die Damen fesseln oder was? Das ist von meinem Schuhmacherberuf noch der Knie-Riemen. Aha. Ja, da wird sie eingespannt oder so. Damit sie sich nicht keine Tanz macht. Ja, damit sie sich nicht wehrt, gell? Und nicht forthupft. So, und so wird das nachher geschlagen. Das Mikrofon einmal weg. Ja, leg's wieder hin. Besser. Hab wieder hinlegen. Ja, das geht auch. Schaut interessant aus. Das schaut aber nach einem zweiten Hopp auch noch aus, neben dem Schnitzel. Ja, das sind meine Wäldlichalde, die ich gemacht habe, im Dauerwasser liegen. Und Moment einmal, Sie sind Weltrekord heute? Ja. Dauerwasser liegen, das ist Wasser stehen. Das ist Wasser stehen? Ja. Und das können Sie 6 Stunden machen, wenn es ist? Ja. Hoppala, jetzt schaut da drüben, jetzt geht's los. Jetzt kommt die Frau Kopierer. Ja. Entschuldigung, wer ist das jetzt? Herr Raffel? Das ist Frau Stelzl. Herr Stelzl, Herr Frau Stelzl. Koordiniert. Stelzl. Wir sind eine Partei. Wir sind zwar zwei, aber wir sind eigentlich nur eine. Und wir beide hätten gerne den Herrn Bürgermeister gesprochen. Den hätten Sie jetzt gerne gesprochen. Ja, gleich, wenn es geht. Aber er hat im Augenblick gerade einen Termin. Ja, wie lange dauert der noch? Der wird noch circa eine Stunde dauern. Das ist lang. Dann hat er aber gleich die nächste Besprechung. Und hätte er vielleicht inzwischen 5 Minuten für uns Zeit? Also 5 Minuten einschieben. Wie tut man da, wenn man im Wasser liegt und nichts tut, dass man nicht untergeht? Richtig atmen. Wie geht das? Nicht, mal nicht so atmen, wie man heraus am Land tut, sondern da atmet man schon so. Ne? Wir machen einen Termin, bitte. Naja, ich kann nur Ihre Telefonnummer aufschreiben. Ja, das ist 0676. Nein, das darf ich jetzt nicht sagen, Fernsehen ruft ja jeder an. Warte, dann schalte ich an. Liegen Sie jetzt noch und stehen Sie noch im Wasser? Ja, ich will noch immer. Aber nur keine Rekorde mache ich nicht mehr. Warum ich, nicht? Da habe ich keine Gegner. Und der Herr Bürgermeister ist da. Da ist es. Eine ganz kurze Frage. Bitte sehr. Haben Sie 5 Minuten für uns Zeit? Ja, ich versuche. So zum Zwischeneinschieben? Sagen wir 2. Da können wir nämlich die Frau Stelzl entlassen, weil die müsste uns einen Termin machen. Stelzl, ja, genau. Stelzl, ja? Ja. Bitte. Dürfen wir Ihr Büro anschauen? Sie dürfen mein Büro anschauen. Bitte. Und jetzt sind wir oben in Ihrer Wohnung jetzt. Sieht man da, wie Sie entspannt im Wasser liegen? Ja, so bin ich gelegen in Basel. 8 Stunden, 10 Minuten, 57 Sekunden ist gestoppt worden. Es ist sicherlich ein wunderschöner Balkon, ich habe 2. Weiß Gott, wie groß ist er nicht? Ja, also Liegestuhl und Partys wird es da oben keine geben, aber es ist schon ab und zu so, dass man hinunterschaut. Ja. Wenn es irgendwas Lautes oder was Schönes zu feiern gibt, dann schauen wir durchaus hinunter. Und das sind ein paar weitere Exponate. Ja. Wer ist das, Ola? Das ist die Conny Gunke, das ist der Graf Bobi. Und das ist die. Na, hilf mir! Das ist die Frau, die da hilft. Kommen Sie nachher. Ich weiß es selber, mir fällt der Name jetzt nicht ein. Das ist Ihre Gemahlin. Ihre Gräfin Maritza. Gräfin Maritza. Gräfin Maritza, kommen Sie nachher. Ja. Sie dürfen sich aber die Telefonnummer behalten und mich so auch einmal anrufen, wenn irgendwas ist. Wunderbar, passt. Ja. Werde ich machen. Ich hätte sowieso aufgehalten. Und mit dem Grießbaum seid ihr auch relativ früh dran, oder? Ja, da sind wir früh dran, also, weil da haben wir Nachbarn und da sind wir zu uns gekommen. So ein bisschen Holz rein und so ein bisschen unterhalten, nicht? Und da hat er sich immer geärgert, weil der in Februar noch nicht weg war.
Und dann habe ich gesagt, ich lasse den stehen bis Ostern, habe ich zuerst gesagt, nicht? Und dann haben wir gesagt, hängen wir die Ostereier auf. Jetzt zu mir, wenn man sagt, ich sollte ihn einfach nehmen und lieber einen Balkon haben. Und ich habe gesagt, du, ich sag, pass auf, das ist eine frauliche Angelegenheit, der gehört ihr, da habe ich nichts rein, aber mir stört er nicht, habe ich gesagt. Mich wundert es ja nicht, dass Gonzo und Oliver nicht mal vor dem Bürgermeister Halt machen. Aber jetzt sind sie gerade noch beschäftigt. Die sitzen nämlich noch immer vor dem bitterbösen E-Mail, das sie vorhin bekommen haben. Weißt du eigentlich, was angewandter Journalismus ist? Nein, aber viel wichtiger ist ja, haben wir jemals gesagt, dass wir angewandten Journalismus praktizieren? Sicher nicht, aber interessieren darf es mich trotzdem, was es ist. Mir eigentlich auch. Wir könnten das wissen. Ist Hopfen und Malz ja nicht verloren. Vielleicht schafft es der hoffnungsvolle Nachwuchs, die Väter aufzuklären. Und wie es mit den beiden Kleinen weitergeht, könnte uns dieser Mann beantworten. Johann Höber ist nämlich Hellseher. Ja, die Fähigkeiten habe ich durch das bekommen, ja, als Kind mit 6 Jahren schon. Ja. Habe für die Öffentlichkeit als Hellseher begonnen. Nicht? Mit 6 Jahren? Nein, mit 20 ja. Habe ich gearbeitet. Und wie haben Sie das gemerkt mit 6 Jahren, dass die Fähigkeiten haben? Ja, ich habe einfach Dinge vorausgesehen und dann habe ich meinem Vater das gesagt. Ne? Ja. Und er hat noch gesagt, morgen passiert das und das ist auch in der Zeitung gewesen. Ne? Das ist der Moritz und ein Westhighland-Terrier. Ein was für ein Terrier? Ein Westhighland-Terrier. Echt, wahr? Ja, was richtig. Haben Sie da vorausgesagt als Bärsch? Ja, da war damals hat das Altanklager unten gebrennt im Bundegang. Ne? Und da Sie haben gesagt, das wird heiß. Das wird eine heiße Sache. Ja. Sie haben aber nicht nachgeholfen, das wollen wir schon auch. Nein, das habe ich nicht getan. Darf ich die nehmen? Ja, bitte, aber ist ein bisschen schwer. Ja, pass auf. Ja. Bist du narrisch? So, gut. Pass es auf, wo sitzt man als ausführendes Organ? Da. Das ist aber Kundenplatz, oder? Das ist der Kundenplatz. Dann muss ich jetzt da. Ich probiere jetzt einmal, was ich so drauf habe. Was ist aus sich? Probieren Sie es einmal. So, Olli, pass auf. Wie tut man da? Tut man sich ein bisschen einstimmen? Muss man was singen vorher? Karate Gams oder so? Nix? Nein, eigentlich nicht. Man nimmt die Kugel nicht. Ja. Und dann muss man sie in der Kugel hineinversetzen. Ja. Der Kunde sitzt gegenüber, nicht? Olli, bitte, setz dich einmal in die Kugel rein. Du also, setzt dich gegenüber hin. Ich du musst in die Kugel reinsetzen. Wohl schon. Hat's geheißen? Ja, überhüpft. Nein, nicht in der Kugel hineinsetzen, in der Kugel sich konzentrieren. Ach so, ja, dann okay. Konzentrier dich mal in der Kugel jetzt. Und der ist gut erzogen. Das ist ein gut erzogener und ein ganz ein braver. Mach einmal Männchen. Nein, das macht er nicht, weil er ist ja ein Hund. Mach Hundchen. Nein, das tut er nicht. Also macht er 24 Stunden am Tag, ist ein Hundchen, oder? Nein, sicher, aber er ist da, um frisiert, getrimmt, gebadet. Ja. Atemtechnik, gibt es irgendeinen Schmäh, irgendeinen Trick, nein, dass man sich konzentrieren kann? Nein, du musst sitzen bleiben, du bist Hunde. Ich bleib sitzen, ich wäre schon ein bisschen nervös jetzt. Zuerst die Augen zu. Nein, die Augen offen und sich konzentrieren auf den Kunden. Ne? Du musst dich einmal auf mich konzentrieren, wenn es schwer fällt. Dein alter Stammkunde? Ist ein Stammkunde, ja. Freut er sich über die Behandlung? Nein, das glaube ich nicht, aber er lässt sich über sich ergehen und ist dann wieder froh, wenn er draußen ist. Aber ich glaube, er hat keinen seelischen Schaden davongetragen. Ja, ich habe schon gesagt, das hat bei mir nicht hin, bitte. Jetzt machen wir den Wechsel, bitte. Ja, dann machen wir den Wechsel. Ne? Steh auf, jetzt bin ich Kunde, geh weg. Wieso darf ich jetzt nicht mehr Kunde sein? Jetzt könnte ich vielleicht was erfahren. Gut, darfst du Kunde sein. Der Gatte von der. Der Gatte? Jawohl. Der Gatte von der Hundefriseurin. Jawohl. Wunderbar, kennen Sie sich aus? Wenig. Was machen Sie beruflich? Katzenfrisieren. Ich bin Zahnarzt. Zahnarzt? Etwas völlig anderes. Ja. Naja, wenn ich da reinschaue, sehe ich von den Herrn Kollegen. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Soll ich eher was fragen oder soll ich einfach nur sitzen? Nein, lassen Herrn Höber bitte einmal reden. Sie, ja. haben Sie sich schon fertig konzentriert jetzt? Ja, das geht schon. Das geht schneller, mit der Zeit wird man schneller. Ja, das geht einfach so weg. Schauen Sie mal da rein, passt das bei mir? Ja. Das ist wunderbar, als Gratulation. Ja, hervorragend, hervorragend. Kann man nur gratulieren dazu, ja. Ich konzentriere mich jetzt auf ihn.
Und da sehe ich eigentlich, dass in seinem Leben schon auch schwierige Zeiten durchgegangen ist, der Herr Kollege, auch was Liebe und Beziehung, Partnerschaften anbelangt. Ja, ja, schwierig. Und wenn bei einem Hund Hopfen und Malz verloren ist, dann geben sie ihn da in die Mikrowelle oder was? Genau, da wird immer was draus. Eine gute Köchin macht es. Wie schaut es allgemein aus? Was wird die Zukunft im heurigen Jahr bringen? Das schnapsen wir uns jetzt aus. Ja, das schnapsen wir uns jetzt aus. Gut, dann wollen wir schnapsen. Ja. Das sind die klassischen Doppeldeutschen oder was? Nein, das sind die Tarotkarten. Das sind die okay. Tarotkarten. Tarokieren können wir mit dem Skis. Sind das die? Nein. Das sind die Karten, was die Römer damals schon eigentlich gehabt haben. Die Römer haben den Dill-Eulenspiegel schon kennt, schau alle. Ja, das ist nicht der Form anders umgelegt. Ne? Ja, das heutige Jahr sehe ich eigentlich so. Entschuldigung, ganz kurz nochmal, ist das der Dill-Eulenspiegel? Das ist der Narr. Das ist der Narr, der zieht sie in der Tiefe. Ja, der zieht sie durch dein Leben. Was ist das da wirklich? Das ist eine Föhnkammer. Ja. Da werden die Hunde, also die wird einmal vorgewärmt, ja. Und es ist eine Umluft drin. Da werden die gebadeten Hunde hineingesetzt und es ist nicht so, dass sie direkt angepustet werden wie beim Föhn, sondern durch die Umluft, da merken die Hunde auch. Kannst du einmal einschalten, dass ich da vielleicht schauen kann, vielleicht kann ich eine schöne Föhnfrisur so zusammen. Wir werden heuer sehr viel Probleme haben, auch im wirtschaftlichen Bereich, sagt die Karte. Das sagt ihnen das Quadrat. Er sagt das Quadrat aus, dass wenig Licht, dass mehr Schatten auf der Erde liegt, ne? Und dass wir sehr Arbeitslosigkeit haben werden. Und das Ganze mal 7 oder was? Und das mal 7. Ah, das ist viel. 7%, kann das sein? Nein. Wie viel Prozent? Wir haben heuer noch mindestens 3-4% mehr Arbeitslosigkeit, was wir voriges Jahr gehabt haben. Steigerungsrate. Das Steigerungsrate. Und wirtschaftlich? Die Wirtschaft ist auf dem Boden. Prozentuell gesehen habe ich es da eigentlich mindestens mit 3-4%, dass die Wirtschaft derzeit noch sinken wird. Ja. Und was ist das für ein Faktor? Es ist ein Faktor, dass die Wirtschaftswachstum? Das Wachstum einfach nicht da ist, was die Presse heute halt immer berichtet. Nicht? Also das Wirtschaftswachstum, der Steiermark sinkt um 3-4%. Ja, und dass wir mehr Arbeitslosigkeit kriegen auch. Die steigt um 3-4%. Richtig, ja. Und also 8% Unterschied? Ja, na, insgesamt jetzt auf 9%. Insgesamt 9%. Ja, richtig. Ja. Riesel, der Martina. Jawohl. Extrem entspannt das Ganze. Wir werden kurzfristig heiße Zeiten haben, die ersten 2 Monate, und dann wird die Regenperiode einsetzen und dann haben wir auch sehr viele Überschwemmungsgebiete wieder zu erwarten und auch Naturkatastrophen, nennt man das. Bin ich schon trocken? Ja, passt. Okay. Moment. Als Hellseher hat man ja alle Möglichkeiten. Kann man da zum Beispiel auch die Lottozahlen voraussagen für sich selber? Ja, die Lottozahlen, das ist ein oberstes Gebot. Wenn man jetzt da die Fähigkeit hat, dann sollte man das nicht missbrauchen zu einem Reichtum. Ne? Und wie schaue ich aus? Wunderbar, Luft getrocknet, Umluft getrocknet. Ja, Luft getrocknet. Sind Sie auch zufrieden mit Ihrem Werk? Ja, ich könnte noch ein bisschen nachfrisieren, wenn Sie wollen. Ja, machen wir einen Bürschen. Ich sag ganz offen ehrlich, von oben her ist das nicht stattgegeben, die Lottozahlen. Was heißt von der Lotto-Gesellschaft? Ja, nein, das ist dort, wo ich jenseits die Fähigkeiten bekommen habe, sieht man, dass man sich nicht bereichern sollte. Ne? Mhm. Was passiert sonst? Die werden ja ordentlich getraut haben, dass sie sich da nicht trauen und so ein bisschen versperrt sind. Wenn man das missbraucht, dann gingen die Fähigkeiten langsam weg. Gell? Mhm. So, jetzt darf ich mich da ersetzen. Aber da habe ich auch eine passt. Molosso-Typen. Molosso-Typen. Ganz so Molosso. Was heißt das? Das sind die ganz Großen, so wie Bernhardiner. Ich habe schon gehört, Zwergpinscher etc. Genau. Ja. Man hat die Fähigkeiten von Jenseits bekommen, ja? Vom Jenseits? Ja. Dort, wo Tod und Teufel daheim sind? Nein, dort gibt es gar keinen Teufel, das ist alles im göttlichen Bereich und
was ich mit weißer Magie und göttlichem Bereich arbeite. Ja? Wie ist das so? Ja, das ist ein gutes Gefühl. Wunderbar. Wie haut das hin mit der Hundebürste? Herrlich, oder? Tut's weh, nein. Da war ich noch nicht. Wofür brauchen Sie einen Rauchmelder? Sie sehen das ist schon vorher, wenn es brennt. Ja, eigentlich schon. Nicht? Aber nur der Rauchmelder soll für das da sein, wenn ein Feuer ausbricht. Nicht? Und ich bin nicht daheim, dass mir nicht das Haus abbrennt. Ja, aber Sie werden das ja spüren. Wenn Ihr Haus abbrennt, ja, dann können Sie ja bei der Feuerwehr drüben gleich anrufen. Ja, aber wenn ich nicht da bin nicht, und bin weiter weg, nicht? Bis ich anrufe, ist das Haus auch abbrennt. Und so hören Sie es gleich drüben am Landplatz. Naja, aber Sie müssen eigentlich wissen, welcher Tag das ist. Dann können Sie sich das so einteilen, wenn Sie auf die Malediven sind, dass Sie schon bei der Polizei einen Monat vorher sagen, Burschen, passt auf, am 15. am 10.15. fängt es bei mir der Kugel zum Brennen an. Schaut, dass es um... Da schon vor der Tür steht, wenn es anfängt. Das passiert. Richtig, ja. Ja, bitte, unbedingt. Danke vielmals, das gehört alle, die hat Angst um die Hunde, dass sie sich anstecken bei mir. Wenn man sich interessiert, wendet man sich an? Ich bin Hellseher, ich stehe auch im öffentlichen Telefonbuch. Bin unter H wie Hellseher? Ja, H. Oder H wie Höber? Höber. Und habe auch mein neuestes Buch geschrieben. Wo ist es? Ah, das habe ich ganz schön vergessen. Haben wir zufällig eins da? Ja, habe ich da. Gut. Nein, aber das ist eher ein sehr... Ein gutes Desinfektionsmittel. Ja, ich hoffe. Ich will ja keinen Hund anstecken. Ja. Und habe eigentlich das Buch geschrieben und habe die Leute wohl mitteilen, dass dieses Buch eigentlich 10 Jahre voraus sind, halt die Dinge. Ne? Alles klar. Was auf uns Tsunami etc. Ja, was soll ich sagen? Da kommt alles auf uns. Vater vom Herrn Höber, schau. Ja. Was, der Vater vom Herrn Höber? Nein, das Foto vom Herrn Höber. Ja. Da noch schauen. Sind wir zufrieden alle? Passt und so, wir können gehen. Solange es nichts kostet. Gratis. Gratis. Danke vielmals. So, Herr Höber, Sie als Hellseher haben wir nicht viel zum Tun. Wir sitzen da, erzählen quasi übertragen, jetzt nicht base meinen. Ja. Das Blaue vom Himmel und schieben eigentlich eine ruhige Kugel. Kann man das sagen? Eigentlich nicht, dann hilft sie wieder zurück. Ob Herr Höber gewusst hat, dass auch Personen des öffentlichen Interesses von Gonzo und Oliver heimgesucht werden? Lieber, du zweiter Jäger. Oh, so. So. Ja. Lieber Klaus, du bist der Exil-Österreicher, ja. Das heißt, wir kennen bei dir keine Homestory dran. Ja, ich kenne schon bei mir eine Homestory dran, aber ihr müsst halt mit mir mitgehen. Ich bin überall zu Hause. Ich bin ja praktisch obdachlos und kriege dann manchmal Unterschlupf bei guten Freunden, wie da hinten beim Gernot, der sich jetzt auch schon die Büßerfrisur hat schneiden lassen, kurz vorher oder sofort. Ich habe angerufen, ich habe gemeint, gleich zum Friseur, das schärfste Gerät und drüber und gleich. Herr Baumeister, Sie begleiten uns nicht auf unserer Wellness-Tour. Warum? Weil meine Frau gesagt hat, Damen, wenn sie oben ohne herumlaufen, wollen sie nicht die geilen Blicke der Männer auf ihren Brüsten haben und deswegen darf ich nicht in die Sauna gehen. Wenn meine Mutter da im Raum ist, bin ich sprachlos, hat nichts zu melden. Und wenn ich nach einer Stunde sage, du aber, dann sagt sie, jetzt lass mich einmal ausreden. Ist klar. So ist sie. Formuliert gleich lange Sätze wie du. Ja, ich kann auch. Ja, das stimmt. Ja, okay. Ja, ich sage jetzt ab jetzt nichts mehr. Ich verweigere die Aussage. Da muss man aufpassen, man beruhigt sich mit Knabbergebäck. Was ist das? Ja, das stimmt. Das, was Männer brauchen, das ist Sonnenblumenkerne. Hat mit Aphrodisiakum aber nichts zu tun, nein, sondern das ist mehr für die Ausdauer. Nein, das ist für spätere Leben, dass das immer funktioniert. Weil meine Frau sagt, sie will auch, wenn ich 90 bin, noch schauen, ob ich funktioniere. Wenn du keinen Unterschlupf bei Freunden bekommst, wo wohnt man dann? Unter einer Brücke, unter einer Parkbank, je nach Jahreszeit. Nein, deswegen bin ich ja im Winter hauptsächlich in Kenia. Das ist so, wie die Frau Schiller da mit den langen Kamelbeinen sitzt. Das ist schon wieder ein bisschen schlimm. Jetzt versteckst du ihre schwulstigen Lippen. Ihr müsst wissen, warum er das sagt. Weil ich habe vorige Woche ein Kamel getauft auf Janine. Und darum sagt er das, ja? Kamelbeine. Kamelbeine, ja. Du wolltest mich doch nicht beleidigen, ne? Du wolltest doch nur... Nein, nein. Das ist ja... Das ist eine wahre Geschichte. Sie hat ein Kamel getauft. Und der Herr Buchacker hat gesagt, die Janine ist so schön wie ein Kamel. Lange Beine, zwei schöne Höcker und solche Kusslippen.
Nein, ich schau mir das lieber an, es ist ein wunderschönes Land. Und Harry, pass auf, ein bisschen ist ein Geschreckter. Ein älterer Mensch, von der Seite kommt. Ah ja, da sind wir gleich, wie alt sind wir? Das sage ich dir jetzt nicht. Das sind ja schon Leute zu, ich bin's, ja. Aber ich bin um die 40. Schon, bin schon über 40. Schon? Über 40 schon. Über, ja. Sieht man und, nicht. Schau halt ein bisschen älter aus. Und? Ja. Und? Macht nichts. Ja. Ja, das ist so wie bei allen anderen, bei allen Menschen. Die verändern sich. Man war jung, dumm und gefräßig. Und da sehe ich, dass ich eigentlich ein schlanker Bursch bin. In der Saison 93, 94 hat der Schoko Schachner noch bei uns gespielt. Hat. Mein Gott, nein. Waren schöne Zeiten erst. Kürbiskerne, Mausi. Das ist deswegen, dass man besser Lulu machen kann. Mausi. Seit wann interessierst du dich für meine Potenz, heißt? Ja, habt ihr nichts miteinander zu tun? So? Das lehnt sie ab. Nach einer Afrika-Durchquerung. Ja. Afrika-Durchquerung. Soll ich jetzt aufstehen? Weil das kommt jetzt komisch. Weil der steht immer so und schaut. Ja. Nicht, dass ich jetzt höflich bin, aber er schaut auf mich herab. Und das kann nicht sein. Ich habe schon die Trommel im Auge gehabt. Setz du dir mal hin. Setz mal hin. Machen wir das so, wie das läuft. Jawohl. Bitte. Gönnerhaft eine Wortspende geben kann. Gut. Damit wir gleich. Medizinstudium. Ja, Medizinstudium und hab dann so eine Afrika-Durchquerung gemacht mit einem Freund. Mit meinem kurzen Rockerl da, was ich anhabe. Fest beieinander und jetzt, wenn wir auf das eingehen, was Sie jetzt anhaben, was ist das? Modeempfehlung? Das ist ein Ferré und das ist meine Kleidung, weil die hat auch mein Gewicht, mein Kampfgewicht. Also, man ändert sich halt. Damals will ich gerne Krawatten tragen, heute ist es wieder passé, mag ich nicht so. Es gibt keinen Sex daheim. Hast du gesagt? Na, ja, was soll ich dazu sagen? Dein tierisches Vergnügen hast du gesagt. Sie ist so elegant, um auf so ein intimes Gespräch einzugehen. So ist das. Nein, sie bewahrt immer die Etikette. Ich esse den Kürbiskern nur, damit ich meinen Schwanz wedeln lerne, so wie es die Steirer machen. Das freut ihn nicht aus. Naja, gut, das verstehe ich, aber das wird schon auch. Und schau, wie der da trainiert. Bist du der? Das ist ein sogenannter Anabolika-Zombie, ja. Ein Amphetamin-Kropfen. Ja. Ja, schau, der trainiert fest. Das ist das Schweinsbein. Zurück zu mir, zum Wesentlichen. Genau. Und damals haben wir schon Dienstkleidung angehabt. Ich meine, unwahrscheinlich. In grünen. Steirische Grün haben wir da gehabt. Doppelreihe, auch schön. Doppelreihe mit goldenen Abzeichen, hervorragend. Was ist ein Ferré, wenn ich nachfragen darf? Ich kenne mich da nicht so aus. Ferré, Gianfranco Ferré, das ist einer der besten und schönsten und kreativsten Modedesigner, die es auf dieser Welt gibt. Die Damen machen ja sehr viel für die Wellness und fürs Aussehen. Was machen Sie für die Wellness und fürs Aussehen? Na ja, ich tue mit dem Kugelschreiber, mit der rechten Hand Schreibbewegungen üben. Ist ja nicht wahr. Er legt sich eine hübsche Frau zu, so wie mich, nicht? Das macht er für sein Aussehen. Gell, ja? Das ist praktisch ein afrikanisches Handy. Bitte. Also, die einen haben es da, verstehst du? Und sagen... So viel heißt, demnächst komme ich vorbei. Demnächst komme ich vorbei. Und der andere hat es am Ohr hängen. Und empfängt das Ganze. Es ist sehr schön. Also, sie ist jetzt in der Zwischenzeit auch ausgetauscht worden. Kennen Sie sich da aus bei diesen Modegeschichten? Bei Ihnen kennen wir nicht aus. Ich bin Versace. Entschuldigung, was tragen Sie? Tragen Sie Asbestkleidung? Er tragt Asbest schon. Erzählen Sie mir da ein bisschen was. Was will ich dir von der Mode erzählen? Nein, ich mache keinen Modevortrag. Wir sind im Sport. Ich kenne mich schon aus. Ich kenne schon die Designer. Keine Frage. Sie wissen schon, was man tragt. Ja, sicher. Und was man für Schuhwerk hat. Alles. Und Sockerln und Unterhoseln. Da kennst du nichts aus, Junge. Nein. Ja, siehst du, also der Kurs kostet bei mir Geld, wenn ich den gebe. Was kostet so eine Einführung? Nein, genügend. Weißt. Was ist das jetzt da genau? Wer kann mir da Auskunft geben? Das sind so Kugeln unten drinnen. Ja. Wir liegen da auf Schrottkugeln, wo man damit einmal auf Hasen schießt und auf vierbeinige Hasen. Und jetzt tue ich halt mit diesen Kugeln einen zweibeinigen Hasen jagen. Nein, er wird nämlich nachher massieren. Das heißt, ich fange jetzt einmal vorher an zu massieren. Das ist die Lumi Lumi Nui oder die Mausi-Mausi-Massage? Ja, das ist die Mausi-Mausi-Lumi-Lumi. Ja, du nicht alte Männer so beanspruchen. Das heißt, was sagst du, dass du noch alt bist? Sonst erklärst du immer, dass du... Usama Boga, Mama, Usama Boga, hu, Usama Boga. Und alle stimmen ein. Usama Boga, hui, Usama Boga, Mama, Usama Boga, hu,
Usamabogen. Ihr kennt euch Mama, ich kann nicht kommen, ich bin beim Bogenschießen, stimmt das? Usamabogen heißt, wir sind ziemlich flach. Und, ja, unter 100 Leuten wird kein Vortrag gehalten und pro Vortrag 1000 Euro. Na, da kommt was zusammen. Ja, gut, die lernen ja was, Entschuldigung. Wenn wir uns die Batscherl so anschauen, was ist das? Am Mokassin? Dots, habt ihr schon mal gehört von Dots? Vom Kicker? Vom Dot? Nein, nicht Dot, Hanni, weil es sind ja die Kicker immerhin. Es gibt eine englische Schuhfirma, die nennt sich Dots. Bitte das nächste Mal schauen, in ein Schuhgeschäft, wo die sind, da kann man einkaufen gehen. Jawohl, ist das sowas wie Manolo Blahnik? Das kenne ich von 76. Manolo Blahnik, das ist ja der Warenhaus-Schauner von irgendwo. Das ist ja unwahrscheinlich. Noch der Herrenschuh auch? Das weiß ich, ich kenne die Marken nicht. Die kommen, glaube ich, von Albanien auf oder wo. Das sind die albanischen Haschpapis. So, Frau Lugner, ich werde versuchen, Ihnen das Mikrofon da unten hineinzustecken. Da können Sie nämlich einreden. Was unten das Mikrofon einstecken? Das ist eine Lustball. Nein, schauen Sie zu, Herr Lugner, Sie dürfen ein wachendes Auge darüber haben. Ich meine, das Mikrofon zum Mund führen, von unten. So, Frau Lugner, passen Sie auf. Folgende Frage. So eine Last-Stone-Massage ist besser als ein Star am Schädel, kann man das so sagen? Ja, das können wir so sagen. Oder besser als ein Mörtel am Kopf oder so, oder wie? Tai Chi, kannst du uns da mal vielleicht so eine Figur zeigen? Nein, den Affen? Oder ist es wurscht, eine Anfängerfigur? Ich mach da schon die ganze Zeit den Affen. Mach einmal, oder den Büffel, oder ich weiß auch nicht, was da alles gibt. Nein, Büffel, da machst du so Bewegungen. Ich kann aber nicht das nicht machen, weil das sind ganz langsame Bewegungen. Ne? Also das ist so, wenn du zum Beispiel da jetzt da umgehst und aus dem Kühlschrank was holst mit Tai Chi, bis du dort bist, hast du keinen Hunger mehr. Kocht der Hannes Kartnick daheim selber? Nein. Ich kann meinen Körper nicht auf Arbeit umstellen. Macht das die Frau? Ja, selbstverständlich. Die will das uns nicht heiraten, wenn sie nicht kochen kann. Da drücke ich am Knopf und der Papa geht sagt, Maschi, still sein! Du als alter Afrikaner kennst dich ja auch in der Fauna aus. Was ist das, was du in der Hand hast? Nachdem du so unwissend fragst, könnte ich dir jetzt sagen, das ist eine Giraffe. Ja. Du müsstest das glauben. Es ist deswegen, weil er so einen langen Hals hat. Die Kurzhalsgiraffe. Ja. Und mit einem langen Rüssel. Das ist ein Elefant, gell? Und das nächste Mal lernen wir ein anderes Tier. Das ist ja die Grundvoraussetzung, dass man eine Frau hat. Ja, dafür, dass eine Frau, die nicht kochen kann, ist schon entsetzlich. Ich meine, mir sind das ja nicht, aber eine Frau, die nicht kochen kann, ist ja keine Frau. Das ist ja halbert. Tut mir leid. Ruhig, ja, deswegen ist es zu Hause. Funktioniert? Aber ja, ich glaube schon, Richard, ja, oder? Ja, funktioniert, ja. Mausi, ruhig sein! In Kenia gibt es also so eine ähnliche Nadelbaumart, das ist kein echter Nadelbaum, der schaut so aus, der schaut eigentlich wie ein Räudiger. Ja. Weihnachtsbaum aus, ist kein echter Weihnachtsbaum. Und der wird dann auch so geschmückt und so. So wie hinter dir, ne? Das ist ein kenianischer Weihnachtsbaum wahrscheinlich. Das ist ein Palme, du Depp. Gut, dass der nur eine Kamera machen muss. Aber es geht, nein, ich nehme das zurück. Der Baumeister greift zum Mörtel, stimmt das? Ja, genau. Und gibst jetzt die ganzen Farben. Jetzt musst du mich anmalen, Richard. So. Ja. Herr Baumeister, Sie kennen sich aus beim Verputzen? Ja, 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 ja. Normal macht man das mit der Kelle und nicht mit dem Pinsel. Aber die Verena hat gesagt, sie will von mir lieber mit dem Pinsel bearbeitet werden. Es wird schon gleich dumper, es wird schon gleich Nacht. Und wenn du noch Lampe fragst, kriegst du ein Watschen, das Krach. Du sagst immer, bei uns geht's um nichts. So kann man das auch wieder nicht sehen, mein lieber Freund. Stimmt, wird sofort revidiert, weil in diesem speziellen Fall kann man mit viel Fantasie sogar sagen, wir erfüllen hier einen Bildungsauftrag. Schließlich hat uns der Herr Kartnick in die Geheimnisse der gängigen Mode eingeweiht. Und der Herr Baumeister Lugner hat uns alles Wissenswerte über die Wirkung von Kürbiskernen erzählt. Genau, und deswegen wird ab sofort bei jeder Geschichte gesondert eine Moral herausgearbeitet. Eine Spitzenidee. Finde ich auch. Tja, lassen wir uns überraschen. Ja, neues Diät- und Reformhaus am Herr Comeniplatz und so. Ja. Modernste Auslage, sehr abstrahiert momentan. Da wird ordentlich reformiert. Ja. Gut, das nehmen wir es an. Soll ich mir mal die Auslage stellen? Ja, stell dich mal rein. Aufpassen, dass du nicht schneidest. Ja. So,
Wieso heißt der Hund Schröder? Hoppala! Ach, mir tut die Leid. Wieso folgt er so gut? Das ist die absolute totale Erziehung. Ja. Ja, normal folgt er aufs Wort, aber heute das erste Mal. Das erste Mal, gell? Das erste Mal, dass er nicht folgt. Schröder, blamier mich nicht. Sie schauen auch so geschreckt aus. Was ist Ihnen passiert? Ja, das, ich bin auch geschreckt und geschockt. Ich ging ins Klo, bevor ich was essen gehen wollte. Ne? Wann war das? Jetzt gerade früher. Ne? Ja. Und ich wollte heraus aus dem Klo, ich komme nicht heraus. Hören Sie auf. Jetzt nicht mehr auf. Ich kam zum Fenster nicht, weil ich zu klein bin. Ich konnte das Fenster nicht aufmachen und herausschreien. Ich habe geschrien wie ein Wüter da drin. Wieso nutzen Sie die Möglichkeit nicht, wenn Sie gleich neben einem Fitnessclub haben, dass Sie umgehen? Weil ich ehrlich gesagt noch nie Interesse an Fitness gehabt habe. Ja. Das Einzige, was sie eher noch macht, das ist Freizeit. Kickbox-Aerobik. Ah. Kickbox-Aerobik. Mein lieber Mann, da musst du ein bisschen Abstand halten. Nein. Ja. Ist auch nur für die Fitness, bitte. Und ich sag jetzt mal bitte was. Nein. Ein Sprung, ein Eingesprungener. Wie lange bleibst du jetzt stehen? Jetzt warten wir auf einen Passanten. Ja. Kommt noch jemand? Mal schauen. Andere Seite. Kommt auch keiner? Niemand. Seit wann hauen wir auf keine fremden Leute mehr drauf? Seit 95, 10 Jahre. Geht's ab ein bisschen? Naja, ab und zu meine Kämpfe am Parkplatz und das. Das normal. Das bin ich immer noch. Das ist angenehm, aber sonst bin ich froh, dass ich von der Affäre weg bin. Das ist auch nicht an mich. Wer hat sich dann befreit? Ja, ich bin dann doch herausgekommen. Mit Festschreien und mit Rütteln der Türe. Die haben Sie das aufgerüttelt? Aufgerüttelt, ja. Die hat gesperrt. Aha. Die ist gesperrt, wenn man reingeht und zumacht. Kann man nicht offen lassen, weil man kann ja wieder reinkommen. So, eine kurze Einlog brauchen wir. Kurze Einlog, gerade weg. Wir haben noch nie eine Kickboxerin gehabt. Los. Geht. Eine bitte. Kickboxerin haben Sie noch nie gehabt? Nein, haben wir nicht. Wären Sie eigentlich an der richtigen Adresse, weil meine Tochter ist Vize-Weltmeister. Ja, bitte, hören Sie auf. Gehen wir es an jetzt. Nein, die arbeitet. Gut, dann zeigen Sie mal. Falsche Zeit. Sie haben jetzt vorher so noch oben gemacht. Ja. Das ist falsch. Es gibt zwar einen Stoß, aber normalerweise geht es so. Aha. Das ist eigentlich ein Raum, wo ich sonst gar nicht rein darf. Das ist für mich verbotenes Gelände. Warum das? Ja, die Küche, aber da gibt es eigentlich immer in jeder Ecke irgendwas zum Schmausen. Aha. Und meine liebe Ludmilla jagt mich an und sagt, hast du wieder was gestohlen? Ne? Ja. Und dann, was soll ich machen? Verbotene Zone sozusagen? Verbotene Zone. Laser vom Motorrad. Ich bin da sehr wenig. Aber ich rufe von draußen rein, was ich haben will, und dann kriege ich es auch. Vielleicht eine Idee für eine Reform da hier im Reformhaus. Bitte heraufkommen. Jawohl. Die Plattform nützen, bitte. Die Plattform nützen. Welche Reformen brauchen wir in Graz? Wir hätten gern Tankstellen, selbst in der Innenstadt, damit wir auch hier, sagen wir mal, an Bürgersteig-Tankstellen Treibstoff an die Kunden abgeben könnten. Ich wäre liegen bei 85,90. 85, also unter 100. 100. 100. Plus. So, ich dazu, ja. Das wird mir keiner aufsteigen. Ja. Da gibt es einen, der glaubt, die hat 90 Kilo, der muss ja blind sein und taub sein und dumm sein. Und ich schrei und schrei und schrei. Wie haben Sie da geschrien? Was haben Sie geschrien? Hilfe, Hilfe! Es ist mir klar, dass Sie keiner gehört hat, wenn Sie so leise geschrien haben. Nein, war schon lauter. Probier es einmal. Hilfe, Hilfe, habe ich geschrien. Hilfe, ich kann nicht aus dem Klo. Das haben Sie gemacht? Ja, freilich. Aber haben Sie schon mal gehört, dass man, wenn es Ihnen schlecht geht, nicht Hilfe schreit, sondern Feuer? Weil wenn wer Hilfe schreit, dann kommt keiner, weil sie Angst haben. Und wenn man Feuer schreit, dann kommen sie, weil die Leute schauen wollen, was passiert ist. Glauben Sie, dass es ein Verbrecher ist, wenn man Hilfe schreit? Zum Beispiel. Das ist eine Idee. Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, sondern ich hätte nur Hilfe geschrien. Ja. Probieren wir mal Feuer. Feuer! Feuer! Brennt. Feuer! Es brennt! Feuer! Ja. Feuer! So es brennt! Gut. Feuer, Feuer! Feuer, 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 Feuer! Ich kann aus den Toiletten nicht raus! Bitte helft's mir! Ja, genau! Weil die Verbrecher in der Toilette werden auch immer dreister in letzter Zeit, habe ich gehört. Wirklich wahr? Ja. Ja, es nimmt zu mit den Toilettenverbrechern. Das ist die sogenannte Rambo-Stange. Können wir die mal in die herreißen? Ja, leider im Moment nicht, weil ich einen Motorradunfall gehabt und die rechte Hand ist. Ein bisschen bedient, ich will es nicht wieder beschädigen. Ich bin leider ein bisschen aus der Übung. Das hat so ausgeschaut. Gut. Ansonsten bei Gürtellinie, wenn der Herr 50 cm kleiner ist, habe ich das optimal getroffen. Ja, ich bin 8 cm kleiner als der Herr. Was passiert, wenn Sie mir eintreten? Treten Sie einmal um mich zum Kollegen. Ja. Ein Hermann-Meyer-Schicksal. Fast, das war der kurz drauf. Ja? Ja, dann
Habe ich noch nicht so geredet, aber ich wollte das nicht so publik haben, aber so langsam kommt es raus, weil der echte Flügel bedient ist. Nein, es geht, ist ganz wichtig. Speakers Corner von Graz, kommen Sie her, geben Sie mal die Hand. Bitte lehnen Sie die ausgestreckte Hand nicht ab. Kommen Sie einer? Jawohl. Aufpassen auf den Kopf. Jawohl. Reformhaus Graz, was gäbe es in Graz zu reformieren? Marian, das hätten Sie mir da unten nicht fragen können. Nein, nein. Es geht nur in der Auslauf. Staatsmeisterin, Vize-Junioren, Weltmeisterin, Christine Grössing. Wie? Christine Grössing. Na wirklich, das kennt man ja, oder? Kennst du schon? Sicher. Sicher, die Frau Grössing. Vize-Weltmeisterin. Ja. Ganz bekannt. Ja. Die wohnt da, im Jakob-Sützweg. Dürfen wir die Haus einmal für die Tür mal filmen? Sicher, bitte gerne. Das ist die Türschnalle, wo die Frau Grössing immer ein- und ausgeht. Ich meine, die hat sich, darf ich es berühren einmal? Aber sicher. Danke. Solange wir es nicht mitnehmen, dürfen es fast alles. Also PR vom Unfall wollte man vermeiden. Eigentlich schon, weil es hätte mir geheißen hinterher, der Depp der Wanz ist auf die Groschen gefallen. Haben Sie kurz Zeit? Sie dürfen dabei gehen, ja. Danke. Kommen Sie kurz her zu mir, bitte. Ihr erkläre das ist das Reformhaus Graz, das ist der Speakers Corner. Da darf jeder seine Reformwünsche äußern, wenn er zu mir heraufgeht. Da darf ich Sie bitten? Hey, danke. Wird sofort umgesetzt. Hä? Wird sofort umgesetzt. Sie äußern es und im Moment wird es umgesetzt. Ja. In Echtzeit sozusagen. Kommen Sie einmal auf, vielleicht fällt es Ihnen da herum ein. Darf ich Ihnen die Hand geben? Jawohl. So. Hopp. Jawohl. Sehr sportlich. Ja. Wie fühlt man sich? Schon beseelt von Reformgedanken? Ja, in dem... Die Reform hat es nötig, das Geschäft. Eins, zwei, Grössing! Ja, war gut. Passt euch. Also, meine Damen und Herren, ganz wichtig, Sie haben es jetzt gesehen, niemals am Klo einsperren. Und niemals am Klo Hilfe rufen, sondern... Ja, Feuer. Genau. Also, werde ich nie vergessen mehr. So, und welche Moral könnte man da ausarbeiten, Herr Kollege? Wie wär's mit das Schweigen ist der lauteste Schrei? Und auch der hilft in manchen Situationen nicht. Jetzt gibt's mal zum Entspannen nur einen Schauplatz, an dem Gonzo und Olli Unruhe stiften. Aber auch das ist ohne offizielle Erlaubnis nicht immer leicht. Gonzo, hast du dein Handy heute schon voll gedankt? Es geht alles bei der Post. Und was machen Sie, meine Frau? Haben Sie das genehmigt, dass Sie das machen? Können Sie uns das genehmigen oder nicht? Nicht? Dann fragen wir einen anderen. Probieren wir es einmal. Ich meine, Sie haben ja da einige Unterlagen, vielleicht könnten Sie uns irgendwas schreiben. Schreiben Sie uns was auf. Was wir da dran dürfen. Haben Sie einen freien Zettel? Nehmen wir den. Gut, was schreiben wir auf? Ja, ich genehmige... Steiermark 1, hier in der Post, Neutaugasse, einen Film zu drehen. Ich bin dafür nicht zuständig. Bitte? Ja, das ist ja wurscht, tun Sie mal. Pro forma, dass wir was haben zum Herzeigen. Ja. Das geht schon. Bitte? Muss es gehen lassen. Schreiben Sie auf. Ich genehmige, schreiben Sie auf. Es passiert ja nichts. Ich nur eine Vollmacht für uns. Genehmige, Steiermark 1. Steiermark hat jetzt was geschrieben. Nein. Passt schon, Steiermark 1. Ja. In der Post. Neutorgasse Dreharbeiten durchzuführen. Passt. Ja, ich meine, ja, einer muss es genehmigen, es so hilft dir nicht. Gott sei Dank ist der Herr da jetzt, weil sonst dürft man nicht. Sonst dürft man nicht. Durchzuführen, ja? Jetzt Unterschrift. Nein, ich verpflichte mich nicht dazu. Bitte? Ich verpflichte mich nicht dazu. Nein, unterschreiben Sie mit Saddam Hussein. Da kann sich keiner belangen. Geht schon? Schreiben Sie hin. Saddam. Ja? Ist ähnlich wie sein echter Unterschrift, gell? So, halt. Ah ja, den Namen. Weg. Gut. Da so, passt. Das können wir schon herzeigen, ganz so passt. Danke. Bis home. Abstempeln müssen wir es noch. Das lassen wir jetzt abstempeln. Ja. Alles hat alles. So passt schon, ist nicht so genau. Das passt schon. Das passt schon. Danke. Jetzt musst du feierlich überreichen. Danke. Danke. Danke.
wollen Sie auch nicht gekommen? Der Herr vielleicht. Und der Chef, der will Auskunft geben. Wir brauchen keine Auskunft, wir wollen einen Stempel. Ja, bitte. Den Stempel? Einen normalen Eingangsstempel, geht um nichts. Was machen Sie? Ich bin Rechtsanwalt. Rechtsanwalt? Ja. Was machen Sie bei der Post? Bei der Post haben die gerade einen Eigenanlag gemacht. Du, Gonzo, sag dem Herrn Rechtsanwalt die Trägenehmigung, ob der in Ordnung ist. So. Ob das so in Ordnung ist. Wir wollten das jetzt abstempeln lassen, weil wir wissen, wir brauchen immer Trägenehmigung, wenn wir irgendwo hingehen. Das hat uns da vorhin der Kollege geschrieben. Das hat uns ein Kollege geschrieben, lesen Sie mal. Was steht hier? Ich genehmige Sternberg 1 in der Postnamengasse Trägenehmigung durchzuführen. Seid am Fuß. Sein Blödsinn. Wenn wir das jetzt abstempeln lassen, hat das dann alles seine Gültigkeit, wenn Sie auch dabei waren? Nein, hat keine Gültigkeit. Nein, Gott, das glaubt ja niemand. Ein riesen Postamt und keiner da Stempel. Stempelt hier gar nichts mehr? Mit Marken. Mit Marken? Kaufen wir Marken für unsere Stempelmarken? Wenn wir jetzt einen Marken da aufpicken, kriegen wir einen Stempler. Hast du ein Geld mit? Nein. Ja, nicht. Haben Sie 50 Cent für einen Marken? 55, bitte. 55? Bitteschön. Schauen Sie, wir machen unsere Genehmigung abstempeln lassen. Ja. Entschuldigung, dass wir uns vordrängen. Kriegst du das 10-mal zurück sogar? Ja. Dann kaufen wir jetzt einen Marken. Wir müssen uns schnell vordrängen, weil das ist wichtig jetzt da. Das war sowas auch von mir. Ich was kriegen wir? Jetzt Stempel, ja, das picken wir auf. Aber irgendwie tun sie halt so, als ob sie einen Stempel auf. Nur mit der Hand. Tun sie einmal so. Da hinten ist ein ganz riesen so Stempelding. Das gibt es keine Stempel bei uns. Nein, ich glaube. Müssen Sie auch Ihr Handy aufladen oder danken, meine ich? Sind Sie zum Handy voll danken da? Ah, nein, ich kaufe nur Briefmarken. Und tun sie jetzt einmal für mich so mit der Faust. Ja. Warten Sie. Nein, mit, tun wir den Stempel. Mit der Faust und dem Stempel. Können Sie da den Stempel nicht so drauf tun? Mit der Faust? Bitte, kannst du einmal. Schnell mit dem Stempel. So. Mit Stempelkisten, mit allem. So. Jawohl. Das war super. Wunderbar. Danke vielmals. Sie brauchen den Brief jetzt da nicht einhauen, die Post stempelt nichts mehr. Ja, warum? Das weiß ich nicht, sie haben uns keinen Stempel gegeben. Die picken nur mehr Sachen auf. Ja, ich weiß, das ist richtig, aber es gibt ja noch Marken zum Erwerben, ja. Ne? Nein, keine normalen. Sie müssen einigen, da kriegen Sie Computerausdruckmarken. Ich zeige Ihnen das. Passen Sie auf. Ja. Sie, wir versetzen Sie jetzt einmal in die Lage eines Handys, das mit Dieselmotor funktioniert. Ja. Ich reiße Sie jetzt an und Sie machen aus Geräusch von mir. Ja, schon? Nein, sie ist ein Dieselmotor, kein Elektrogerät. Ja, okay? Ja, nochmal. Ja, und dann muss es laufen, okay? Ja, das kommt schon ganz gut. Ja, aber ist auch blöd, das ist ein Diesel-Handy, weil da versteht man nichts wegen den vielen Nebengeräuschen. Das ist richtig, ja. Hauen Sie lieber rein. Ja, gut, kann ich machen. Danke. Bitte, ein guter Tipp, gell? Ja, ja. Wir müssen nämlich jetzt unsere Genehmigung herzeigen, wenn wir Drehgenehmigung kriegt. Drehgenehmigung haben wir jetzt. Die Dame muss das kontrollieren. Nein, du musst das nicht kontrollieren. Nein, sie ist auch nicht im Bild. Wir machen das. Zuerst fragt die Dame um eine Genehmigung und dann weigert sie sich, diese zu kontrollieren. Grüß Gott, schön. Wie geht's? Ausgezeichnet, danke. Folgendes, dürfen wir da ein bisschen reinspazieren und ein bisschen eine Gaudi machen? Ja, gerne. Danke vielmals. Wiederschauen. Das muss der Direktor gewesen sein. Das war der Herr Direktor, nicht, aber ganz nett. Ja. Nein, der ist lieb. Der hat gar nicht gefragt. Ja. Von was hast du am meisten Angst? Von was am meisten Angst hab? Also, ich mein, Angst. Eventuell, dass wir keine Trägenehmigung mit haben. Ui, die haben wir, sag's her. Wir haben einen, schau her. Den sagen wir jetzt her. Eben, genau. Okay, kontrollieren. Ja. Stempel gehört. Damit die Leute das direkt gleich sehen. Noch einmal, das Geräusch ist nämlich gut. Was heißt das? Fachgebühr bitte zahlen. Die haben wir schon gezahlt, 55 Euro. Nehmen wir den, da hast du. Wo warst du gerade? Bei der Post Lokschein einzahlen. Hast du einen Stempel gekriegt? Ja, ich krieg. Sag ich einmal. Jetzt sind wir aber gespannt, mein Lieber. Der hat einen Stempel gekriegt, schau. Der ist ein Stempel, ja. Wo hast du den gekriegt? Drinnen da unter der Post. Nein. Wieso geben sie dir einen Stempel und uns nicht? Ja, weil ich etwas einzahlt hab, einen Lokschein. Wir haben auch was gezahlt, wir haben 55 Cent gezahlt für den. 55 Cent? Wo ist denn unsere Trägenehmigung jetzt? Oh, ja. Hast du die drin liegen lassen? Da ist sie, schau. Zeig's mir einfach einmal. Ich hab keinen Stempel gekriegt.
Bitte. So, ganz auf, schau her. Postfremden kein Zutritt. Bist du postfremd? Ich bin extrem postfremd. Schauen wir da rein einmal. Grüß Gott. Die ordnungsgemäße Legitimation des Dokumentes treibt unsere beiden Helden immer tiefer in verbotene Zonen. Kein Stempel gekriegt. Fachgebühr bitte zahlen. Ist aufgestempelt. Was heißt das jetzt? Fachgebühr? Fachgebühr. Da habe ich wieder was anderes. Das. Schauen Sie mal. Weil das ist richtig. Sag ich einmal. Das ist der richtige Stempel. Ja. So muss das normal ausschauen. Ja. Und wir haben den falschen gekriegt. Ja. Was soll ich machen? Ja, was können wir jetzt machen? Eine gute Frage. Auch wenn es nicht der richtige Stempel ist, er zeigt bereits Wirkung. Das müsste mein Chef zahlen mit mir. Ist wurscht. Sie können das auch genehmigen. Ich meine, so, die Genehmigung. Ach so, die Karte Gassen 11 hat das genehmigt. Hey, ja. Schau dir das einmal an. Ja. Was die alles genehmigen dann? Die genehmigen alles. Ja, bitte, dann dürft ihr natürlich drei da drinnen. Bitte. Ja? Ich brauche für meine Drehgenehmigung nur einen ordentlichen Stempel. Doch, gibt's den. Zwei, ja, dreimal geht das noch. Jetzt hat es noch keinen ordentlichen gegeben. Bei mir sind die so Kollegen. Nein, ich will von dir. Nein, ich sehe, du hast es doch gerade vorgestellt. Da bin ich nicht befugt. Gern, dass wir selber geben. Ist ja nur ein Datumstempel. Ist ja nur ein Datumstempel. Foxy Kollegin drin. Schau, nein. Bitte. Stempel geht? Selber. Schau, geht? Und. Eins. Endlich haben wir. Du darfst da. Weißt du, wie das geht bei der Post? So. Nicht so viel, hör auf. Die haben sich wegen Anschau aufgeregt. Jetzt sag einmal, zeig her einmal das Ding. So, das ist nicht so genau. Wie oft die heute schon kontrolliert worden ist. Das ist alles offiziell, bitte. Ja. Ist die falsche Seite. Das hat schon passt, die richtige. Ich meine, was ist denn das für Schmierzettel? Da steht oben. Wo steht? Und wer hat das unterschrieben? Siehst du? Lies. So, schau, das ist ein richtiges Schmierzettel. Bist du wahnsinnig jetzt aber wirklich? Ab hinaus! Das ist aber eine Genehmigung geteilt. Ja, Saddam Hussein, schau. Da gehen wir schnell wieder, oder? Aber gestempelt haben wir es jetzt genug, oder? Bitteschön, geht's wieder. Alles gut. Also machen wir das nochmal offiziell, sagen Sie das jetzt in die Kamera. Ab hinaus, ihr habt keine Genehmigung. Danke. Danke für alles. Weg mit uns. Damit der Frau Chefin nichts passiert. Ja. Gehen wir. Und was wäre hier die Moral von der Geschichte, meine Herren? Außer, dass ihr lästig wie Zecken seid. Das war jetzt aber wirklich nicht so schwer. Bang! Weil die Moral in diesem Fall lautet, ohne gestempeltes Schriftstück gibt's kein Eintrittsglück. Und will man's dir nicht stempeln oder schreiben, musst du etwas länger bleiben. Wir wenden uns jetzt aber wieder ernsteren Dingen zu. Es gibt verschiedene Strategien, um den zugegebenermaßen ziemlich unorthodoxen oder ein wenig despektierlich ausgedrückt, den blöden Fragen der beiden Herren zu begegnen. Nämlich Ignoranz, die Überprüfung der Authentizität der Situation oder die integrativ belehrende Art. Und für alle diese drei verschiedenen Bewältigungsstrategien gibt es jetzt ein Beispiel. Oh, stimmt das? Sie sind vom BZÖ? Ja. Binnenzuchtverband Österreichs. Verein Steiermark. Das heißt aber dann? Landesverband für Binnenzucht in der Steiermark. Abkürzung? STLFB. Ja, genau. Also nichts BZÖ? Nein, nicht BZÖ. Wieso heißt das Alpenland Buchhandlung? Habt ihr ausschließlich Louis Trenker Compilations da? Nein, das kann man wirklich nicht sagen. Sondern? Ich hab selber nachgefragt. Was müssen Sie nachfragen? Ja, dann müssen Sie anfangen. Warte, komm. Das ist interessant. Siehst du, das ist doch nicht so einfach die Frage. Das ist der Herr Alpenland? Nein, das ist der Herr Dr. Silberbauer. Dürfen wir uns einmal so die eine oder andere Biene mit vier Beinen anschauen? Gerne, schauen wir. Die haben aber sechs Beine. Und sechs Beine. Ja. Also, das war jetzt wirklich die erste peinlich. Richtige, ehrliche Information. Das war nicht peinlich, sondern peinlich. Peinlich war das, mit das vier Beinen. Genau, peinlich, ja. Also. Wir fragen jetzt keinen Dr. Silberschneider. Silberbauer. Silberbauer? Silberbauer. Wie kann man es Bienen angenehm machen, Stereoanlage einstellen, Bar, Unterhaltung? Na, der Imker schaut natürlich, dass alles passt, dass das Trachtangebot passt. Das ist ein Blütentracht, das Trachtangebot. Im Trost, also eine eigene Schneiderei oder was? Dirndl sind die jetzt. Die sind im Dirndl, ja. Nein, Tracht ist das Angebot. Ja, seitdem, dass ich in der Führungsposition bin, gibt es keinen Alkohol auf der Baustelle. Warum? Ja, warum? Weil dann die Leute alle übermütig werden und sind sie
dann trauen sie sich, werden frecher, werden sie so, sind sie untergeordnet und auch für einen Unfall her ist es auch gesichert. Nicht? So ist es, gell? So, wo ist jetzt der? Warte, ich mach noch einen Blick. Ja. Wo ist er? Das nimmt mir nichts. Und als Imker muss man jetzt dann noch trachten, dass die Tracht zu Hause bleibt, oder was? Tracht vor der Tür ist, wenn das nicht der Fall ist, dann nimmt er den Bienenstock. So vorne zum Beispiel ein Gitter drauf, er kann ein Gitter drauf geben. Was ist jetzt die Tracht nochmal genau? Irgendwo hinfahren. Ne? Die Tracht ist das Angebot, das die Bienen draußen finden. Kennen Sie das? Sie sind mit Ihren Gedanken ganz woanders und antworten auf die Fragen Ihres Gegenübers völlig hirnlos. Hier. Ein klassisches Beispiel dafür. Da geht ein Herr rundherum und gießt die Mauern und die wachsen dann von selber, stimmt das? Ja, richtig, ja. Das stimmt. Wie lange braucht das? Das braucht circa eine Woche. Dann sind sie fertig. Wer ist das? Senior Chef. Und ganz so? Telefoniert noch jemand daher, sagt der Silbermeister. Sehen Sie, hier ist das, was der Imker an Rähmchen für den Warmbau vorgegeben hat. Und wenn ein bisschen zu wenig hineinhängt, dann bauen die Bienen so aus den eigenen Wachsvorräten, aus den eigenen Wachsdrüsen, so im Wildbau, sagen wir, auch eine eigene Wabe hinunter. Also sie waren ein bisschen faul. Genau, wir waren noch nachlässig. Eine wilde Wabe. Eine wilde Wabe, ja. Das sind meine Verwandten. Die nächste. Der da. Schau mal dem seine Nasen an. Ja? Sag du her. Ja, sehr große Ähnlichkeiten zu verzeichnen. Was ist mit einem Doktor? Warte, geh mal schauen. Vorsicht. Ah, ist noch nichts. Noch nicht. Wir waren jetzt mutig. So? Ohne Rauch. An und für sich wird so zumindest eine Zigarette angezündet. Ah. Durch Rauch werden sie ein bisschen zurückgedrängt und man kann ein bisschen gefahrlos arbeiten. Was ist uns aber nichts passiert? Ist uns nichts passiert, ja. Was heißt das, dass wir jetzt extrem... sind und ihr seid eigentlich geeignet für die Imker-Ausbildung. Olli, hast du auch Zeit? Überlegen wir uns, nachdem ich starker Raucher bin, wäre das für mich gerade richtig. Das wäre eine tolle Beschäftigung. Ja. Also muss ich grundsätzlich Raucher sein, um Imker zu werden? Das nicht. Man aber es ist vom Vorteil. Es ist vom Vorteil, ja. Gut. Das ist schon ein Auslesekriterium, nicht? Senior-Chef, ich sag. Was ist das für Sender? Steiermark 1. Ja? Ja, Chef, das ist Steiermark 1, ist das. Haben Sie schon angerufen? Ja. Es geht, er ist da, ja, das ist gut, das kommt in der Sänger und da wird das noch einmal vorgeführt, glaube ich. Das ganze Projekt. Ganz sicher sogar. Ja. Ganz sicher sogar. Warum? Und ganz, was ist mit Herrn Dr. Silber? Rat einmal. Telefoniert noch. Stimmt. Nee. Von euch zwei da das wertvollste Gesicht. Ja. Das geht. Augenpartie ist dann einmal geschützt und dann. Durchblick sozusagen. Fisch, gell? Ja. Muss man da unten jetzt nicht zu machen, auch, damit ja, da keine einfliegen kann, weil dann da bin ich. Den Arm durchfadeln, da hier. Arm? Fadeln einmal. So, da auch. Ja. Da ist man quasi. Ganzkörpergeschützt fast. Oben geschützt und wenn es ganz kritisch wird, könnte man auch einen Overall noch anziehen. Aber Sie können selber mit einem kompetenten Herrn reden, Herr Chef. Ja. Ich bin der kompetente Herr. Senior-Chef. Grüße, Herr Chef. Ring am Apparat. Ich grüße Sie. Ja, wir haben da ein bisschen ein Baustück gefilmt. Was Sie da so tun? Ich finde deinen Lebenssinn. Du, schau jetzt einmal mit dem Herrn Doktor, was geht. Frag einmal. Was denn? Auf dem grünen Bienenstock steht oben U12, das ist die Nachwuchsmannschaft. Das ist, ja, das stimmt sogar. Also, da ist eine unbegatterte Königin am 12.07. dazugekommen. Schau du jetzt einmal zum Herrn Doktor. Silbertal. Ich schau mal. Vorsicht. Das Eck. Der Stück ganz so, ne? Geht noch nichts? Nichts geht. Aha. Und dann kann man also Honigwaben herausnehmen. Da ist jetzt eine Wabe. Schauen wir mal. Und sie, die Bienen sitzen da oben. Ja, ist. Und das alles nur wegen Rauch? Und durch den Rauch sind sie sehr aufgeregt, saugen dann hier am Honig und dadurch fliegen sie nicht und können natürlich nicht stechen. Also sie sind irgendwo abgelenkt. Aha. Rauch hat die Funktion, dass sie wahrscheinlich glauben, es brennt. Es brennt irgendwo. Wir müssen ausziehen, nehmen wir die Honigvorräte mit, man weiß, was passiert. Der Grund ist, weil wir gerade vorbeigefahren sind. Dann haben wir echt da gesehen und dann haben wir uns gedacht, dass, wie so ein Haus betoniert wird, das interessiert alle und deswegen sind wir hergefahren. Passt das? Nein, gibt es keinen besonderen Grund. Nein, bei uns nicht, oder Olli? Nein.
Wir sind immer grundlos unterwegs. Wir könnten jetzt hier diese Honigwabe jetzt herausnehmen und in die Schleudermaschine stecken. Aber zuerst müssten die Bienen nochmal herunterkommen. Ne? Die, und die tut man dann abschütteln? Ach so. Nein, nein, nicht. Hören Sie auf. Jetzt? Ja. Und dann besser und weg. Wunderbar. Also und jetzt wieder Rauch, bitte, weil jetzt kriege ich Angst. Schnell. Wieder rauchen. Nichts passiert. Das ist also auch ein Zuchtprogramm, dass sie so brav sind. Richtige bitte gehen Sie mit dem Wagen weg, tun Sie dir wieder Zug rein jetzt, dann. Mir reicht's. Gut. Aber man kann sagen, den Bienen taugt es, wenn sie ein bisschen eingeraucht sind. Ja, das kann man nicht sagen, sie sind eingeschüchtert. Ja. Also keine Kärntner Bienen, sondern jamaikanische Bienen. Das war falsch interpretiert. Und so, was ist jetzt mit Herrn Dr. Silberberger? Da. Pass auf, bitte. Was ist jetzt passiert? Was soll jetzt ab da? Ich weiß nicht. Schau doch mal. Ja, sie würde an und für sich, wenn man es nicht richtig angreift, stechen. Aber ich habe es bei den Flügeln erwischt. Nein, Oli, bleib ruhig. Jetzt hat sie dich gestochen, gell? Mhm. Wenn es dir draufhaust... Ich habe nicht drauf, hat sie dir vorher schon gestochen. Auwe. Alles klar. Dem Herrn Polier habe ich die Telefonnummer gegeben, der meldet sich nachher bei uns, gell? Gute Leute haben sie da auf der Baustelle, wollte ich noch sagen. Die kennen sie alle gut aus. Ein bisschen traurig sind sie, weil der Herr Polier ihnen nichts zum Trinken gibt. Keine Bier gibt's mehr. Hat's geheißen. Ah, muss er schauen. Okay, alles klar. Gut, Herr Chef, wiederschauen. Herr Polier, viel Spaß noch beim Telefonieren. Wiederschauen. So. Telefoniert noch. Was ist mit dem Herrn Doktor? Telefoniert noch. Wird aber gleich fertig sein. Wie lange sind wir schon da jetzt? 3 Stunden. Jetzt sind wir wieder aus der Gefahrenzone heraus. Und warum hat mich die Biene jetzt gestochen? Ich habe gar nichts getan. Naja, sie hat den Imkermeister nicht erkannt. Mich hat sie ja nicht gestochen. Sie hat mich gesehen, auch nicht, weil ich so einen schönen Das hat sie genau erkannt, wo die Schwachstelle ist. Ja. Und hat natürlich erwischt. Und hat natürlich keine Manieren gehabt, das Tier. Das tut man aber nicht. Die Gäste behandelt man anders. Anders, das wissen sie normal. Wir haben aber 40.000 Bienen in dem Stock. Und nur eine hat gestochen, also kann man immer sagen. Und nur ein Erdl. Ja. Gut, ich gehe jetzt. Okay. Ich wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Nachmittag in anderen Buchhandlungen. Und, streichen. Ja. Streichen? Streichen. Gut. Und okay, streichen. Wir streichen das, weil der Herr Dr. Silbermeister hat keine Zeit für uns, wir gehen jetzt. Silbernagel. Telefoniert den ganzen Tag. Silberbauer. Silberbauer, das habe ich glaube ich noch nie gesagt. Aber. Verwandt mit dem berühmten Moller, Silberbauer? Vielleicht? Richtig, ja. Ja, doch verwandt? Ja. Wunderbar. Echt wahr? Deswegen vielleicht. Habe ich daheim hängen? Bei Silberbauer. Kann ich mit dem jetzt nicht weiter dran, da mit dem Herrn Kollegen, wir haben noch einiges vor. Muss der jetzt heim zu den kalten Umschlägen? Ich würde mal schauen, wie er reagiert. Ja, irgendwie wird es mal ein bisschen schummrig. Also wenn der merkt, dass er unscharf wird. Wenn er hat, dann müssen wir noch mal kurz in den Schatten legen. Ja. Es wird langsam unscharf. Aber ich glaube, er braucht einen Schluck Met jetzt. Kommen wir aber nun zur Auflösung. Sie haben sicherlich richtig getippt. Diese Strategie könnte man als Selbstschutz durch ausdauerndes Ignorieren bezeichnen. Auch das war, glaube ich, nicht so schwer. Hier wird vehement versucht, einen Ausweg aus der Situation über eine höhere Instanz herbeizuführen. Wie wir gesehen haben, leider vergeblich. Und das ist vielleicht die zu präferierende Art und Weise, mit unseren Chaoten umzugehen. Man pariert die brachial absurden Fragen der beiden ganz en passant und legt das Hauptaugenmerk auf interessante Details der eigenen Arbeit. Und siehe da, es funktioniert. Olli und Gonzo sind zahm wie die Lämmchen und lernen sogar noch was dazu. Und was die beiden aber immer noch geschafft haben ohne fremde Hilfe, ist, dass sie bis jetzt zumindest unfallfrei von A nach B kommen. Und zwar mit den unterschiedlichsten Fortbewegungsmitteln. Ich würde gerne mit dem Boot da drüben fahren. Könnten Sie uns ein bisschen helfen? Ich kann leider nicht helfen. Nein, das geht bei mir nicht, weil ich kann nicht schwer heben. Hätten Sie mitfahren? Ich fahre natürlich schon, ja. Sie ja? Nein, ich nicht. Nein, Sie. Aber Sie dürfen mitfahren? Ich dürfen mitfahren, ja. Okay, dann suche ich jetzt noch einen, der mir heben hilft und dann hole ich sie und dann probieren wir es. Keine Frage. Aber jetzt kommt das Essen, aber gell? Moment, aufsetzen. Achtung. Ja. Ja. Ach, Robocop Oliver Ertel. Könnten Sie uns helfen beim Bootfahren? Ich bin nicht, ich bin der Skipper. Nicht? Wo sind Sie nochmal? Tagsbedienstet, aber
Vertragsbediensteter. Ja. Können Sie ein Boot umdrehen, glauben Sie? Nein, nicht gut. Probieren wir es? Ja, probieren wir es. Das ist eine schöne Knatterpixen, ha? Ja, wilde Hummel. Der Herr hat sich noch verabschiedet von seiner Begleitung. Jawohl. Ja, vielleicht komme ich nicht mehr zurück. Aber ich habe ein kurzes Testament gemacht. Ja? Ja. Alles schon in Butter? Ja, alles in Butter. Kaputtes Motorrad! Stimmt, sehr blau! Wie schaut das aus? Die Junge, komm bald wieder nach Haus! Nicht mit bis 125, weil das war ich selbst seit 10 Jahren Afrika Twin. Jeder hat Fehler. Das ist in Ordnung. Also danke. Ich gebe mal eine aus. Sie geben eine aus? Ja, ich gebe eine aus. Ich würde sagen, wenn ich sie beides anschaue, Fatboy wäre geeignet. Ich muss den Vertragsbediensteten entlasten. Ich sehe den Vertragsbediensteten gar nicht. Schauen Sie ein bisschen auf der Seite. Sie müssen das runter lernen. Sie müssen zuschauen. Und ihr singt, am Sonntag will mein Liebchen mit mir segeln. Geht schon? Ja. Auf drei. Geht schon. Eins, zwei, drei. Am Sonntag will mein Liebchen mit mir segeln gehen. Das wäre wunderschön. Haben Sie hier, um das Kind zu schützen? Nein, definitiv nicht. Aber die Straßenverkehrsordnung verlangt es. Dann gibt es auch zwei Helme für Sie. Hübsche, die das Gesicht verdecken. Sie gewinnen dadurch sicher. So, Herr Vertragsbediensteter, wollen Sie einmal allein probieren, oder? Ja. Wohl probieren wir. Na, wohl brauchen wir mal. Müssen wir fast. Ja, mal müssen, weil der Ganze ist schon mir. Ich bin schon mit total ausgelaugt. Die Brüllen läuft schon an, ist das ein schlechtes Zeichen? Das ist ein Zeichen, dass unser Klimaanlage nicht funktioniert. So, jetzt ziehen wir mal durch. Ja, ziehen wir mal einen Fuß da noch dazu. Geht schon. Ja, so. Wir müssen ausstrecken, gehen wir. Bitte, wir haben da hinten einen gewaltigen Tiefgang. Ja, genau. So wie ein richtiger Sportball. Ich muss das. Das Wasser schon ausschaut. Aha, da muss ich aufpassen. Los, jetzt geht's. Herr Schrater, was sagst du zum nächsten? Wie fühlen Sie sich? Sagen Sie, wie fühlen sehr schlecht für mich, muss ich weil Sie sagen. Mit dem Menschen da mitfahren müssen. Nein, weil ich den Kochtopf aufhabe. Bitte! Wir sinken! Schau, wir sinken! Die Vögel warten schon auf Abendmahl. Ich mach mich über Bord. Über Bord. Wie taugt's denn? Ja, ich bin super drauf. Stieg einmal durch, erst da. Ja, ist ja kein Problem, bitte. Ja, Vertragsbedingungen, ja. So kriegst du nie mehr einen Vertrag. Nein, wir können nicht mehr. Das ist nicht gescheit. Bitte sehen. Wachst du jetzt über die aus, oder was? Ja, jetzt mit der Ali. Pass auf, schön langsam wieder. Ah, super, Willi. Oh, hoppala. Gas geben, ein bisschen. Schlagzahl, die Schlagzahl erhöhen. Ich erhöhe meine Schlagzahl, du deine Schlagzahl. Gehen wir. Jawohl, wieso haben wir nichts zu finden? Ja, eben, das haben wir nicht mehr. Wir wollen eine Bottle Wein. Also, es wird der Wein sein. Und wir werden immer sein. Kommen wir jetzt einmal, machen wir ein Rennen. So, setzen Sie rein, ordentlich. Mehr Gas. Jetzt noch mehr. Gas, 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 Gas. Alle meine Entlein schwimmen auf dem See, schwimmen auf dem See. Nein, 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 gekommen. Stiegel noch weiter für ihr, wenn geht, ha? Herr Barsch, danke für Seemannsgarn und Mitarbeit. Wir melden uns auf Land ab. Jawohl, wie sagt man? Zu Land. Zu Land. Fuß an. Ja, ja, genau. Wir melden uns zu Land. Fuß an. Starten bitte. Bitte fahr langsam, ich hab so Angst. Gott, so schwitzt sich an. Geht schon, steig auf. Ups, Nirgi. Jawohl. So. Schon weg. Lieb sein. Wie heißt das Pferdlein? Mandingo. 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 Brems! Gottes Willen. Du bloß mit 140, du bist tot und ich habe 20. Fahr nicht so schnell. Wie soll ich tun? In die Flanken. Beide? Ja, genau. Vorsichtig. So, er galoppiert viel. Wie kann man jetzt bremsen und los? Jetzt lass ich los, jetzt lass ich mal. Laissez-faire-Stil. Ja. Reiterhosen oder wie heißt das? Aufstehen einmal. Reiterhosenkontrolle bitte. Nein, ich nicht wirklich. Zeig her. Nicht. Hoffe ich halt. Nein, aus, da müssen wir rausgehen. Moment. Ja. Olli?
Da, das ist die typische Reiterin. Sehr gut. Schauen wir mal. Jetzt haben wir schauen. So. Ich mache mal das Pferd. Ja? Und du sagst dann den richtigen Sitz frei. Jetzt schon? Komm. Mach ich mich gut mit meinem Kopf da. Du bist total krass unterwegs. Ein Kohlkopf mit einem Kochtopf. Oje, oje. Oje, oje. Also auf die Schienen auf, nicht, dass wir reinkommen. Machen Sie Probleme jetzt? Nicht. Ich habe keine Probleme. Aber Sie haben Bedenken, gell? Dass es Probleme geben kann. Oder wollen Sie auf mir reiten? Ja, nein, danke. Ich mache jetzt einen 360er nach rechts. Siehst du das? Einlenken, weitergehen. 360. Du ihn aber nicht ärgern, gell? Weil sonst 360. Wird komm. Ja. Jawohl. Herr Mandingo ist sehr kooperativ. Komm, setz dich auf, ich bin damit sitzt. Fährt ganz so, wartet bereits, dass der Hummer aufsteigt. Komm. Komm jetzt. Frau Hummer, sagen Sie einmal der Dame, wie das geht. Reiten Sie einmal auf mir. Setzen Sie sich hin. Ist ja ganz einfach. So. Genau, siehst du? Genau, so, und dann würde ich so machen. Ne? Alles klar? Danke, Sie können wieder aufsteigen. Aber man merkt, dass Sie kein Reiter sind. Frau Doris, danke, geht schon. Bitte stopp! Danke, Gurbe! Bitte stopp! Es wäre dringend. Haben Sie gefragt, ob die Frau Hummer auf dem Ganzen reiten darf? Können Sie einen kleinen Moment bitte warten? Ja. Es ist jetzt heikel. Und wir haben gehört, dass die Frau Hummer eine gute Reiterin ist. Ja? Und ich würde mich als Pferd zur Verfügung stellen und eine Runde da mit ihr vor der Kasse galoppieren. Die neuralgischen Punkte, das macht er auch. Sturzbügel unten. Ja. Das, was ich sehe am Helm, sind schon leichte Kratzer. Was ja, ist gut, da passiert? Aber das sind wir zu Fuß unterwegs. Da haben wir gestreifen mit dem Kopf ein bisschen in der Kurve. Das schaut sehr gut aus. Ich bin sehr zufrieden. Danke, Gott. Also, sie soll das selbst entscheiden. Alles klar. Danke vielmals. Ich danke. So du darfst selbst entscheiden. Liebe Frau Hummer, du darfst das machen. In der Freizeit, lieber, danke. Ja, die Helme in Wahrheit wollte man vercheppern als Nachtschirm, aber es wollte keiner haben, ne? Nachdem Sie es am Kopf gehabt haben, möchte ich das auch haben. Bitte, das kann länger dauern, wenn Sie es jetzt nicht entscheiden. So, okay. Jetzt geht's los. Jetzt reizt. So. Sieht's mal gut? Ja. Passt. Alle auf die Plätze, los. Ja, kannst du das halten? Ja. Gut. So, halt stark mit Frau Hummer. Und so fährt Olli Muli. Da drüben waren die Uhus. Was haben wir noch gehabt? Dann waren noch die Bären. Und was man hier für eine Moral finden kann, weiß ich wirklich beim besten Willen nicht. Ganz so leicht war das da nicht. Aber dann ist uns die Moral der Geschichte wie Schuppen von den Augen gefallen. Genau. Und wenn Sie ein bisschen länger Zeit gehabt hätten, dann wäre es auch ganz sicher Ihnen eingefallen. Das Leben ist wie eine Taxifahrt. Auch wenn man nirgendwo ankommt, die Uhr läuft. Sehr philosophisch, die beiden. Kommen wir nun aber wieder zurück zur leichten Muse. Oder besser gesagt, zur Musik. Denn auch wenn nicht immer alle nach Gonzos und Ollis Pfeife getanzt haben, wurde in den letzten Jahren trotzdem viel Musik gemacht. Ist der Schulbetrieb? Na, da jetzt bleibt. Was machen Sie dann da? Die Pforte ist länger offen als die Schule. Es ist Elternabend. Elternabend? Dann schauen wir mal zum Elternabend, oder? Warst du schon mal beim Elternabend? Ja, aber immer ohne Musik bisher. Ist gut? Es schaut nicht aus wie ein Elternabend. Lauter Eltern mit Gitarren. Und nur Damen. Es wär ein älterer Abend, wenn Sie mich meinen. Sie, ganz ein alter Abend. Das ist ein alter Abend. Okay, for today, this is good that you guys popped up, because tonight we play at the PPC in Graz, Theatro, and we're having a... No, this problem is,
Das sieht man heute nicht. By the time you see this, we will have played at the PPC. And our CD is ready, our video is ready, which is why we are doing this filming presentation tonight. Spielen gar nicht alle mit. Dürfen nicht alle spielen. Das ist bei der Hälfte so. Ihr stimmt. Sehr gut. So. Wie heißt ihr alle? Ich bin der Berndi Bär. Berndi Bär, das haben wir gesehen. Ja. Kannst du ein Gedicht aufsagen? Wenn ihr es wüsst, dann ja, wie war es leider ganz? Jetzt ist bald Muttertag, sag ein Muttertagsgedicht. Danke, Mama, dass du so lieb zu mir warst. Ja, der teiteste habe ich von der ganzen Band. Und jetzt den ganzen Namen? Gerald Lanz. Nein, Gerald der teiteste habe ich von der ganzen Band. Und am Schluss noch Lanz dazu. Machen wir okay, schon, wo will man noch? Eins, zwei, drei. Gerald der teiteste habe ich von der Band Lanz. So. Promise me you'll never, no matter what the weather. Leave me, deceive me, gonna be with me forever. But I tell me, honey, baby, you checking what you say. You sure you gonna stick it when the tide gets gray? Won't you on, girl, when the sea gets rough? Be careful what you say, cause I may call you a bluff. Das ist der Gerald, teilterster Harvey von der Band Lanz. Können Sie in der Zwischenzeit vielleicht die Verfolgungsszene im Tunnel machen? Ja, okay. Wo muss ich hin? Also, wo ist denn der Sie Moment müssen. Überhaupt? Moment, wir machen das so. Ich verfolge Sie. Ja, Sie kommen da her. Wir spielen jetzt die Szene im Tunnel, die Bekannte. Okay. Sie sind der dritte Mann, rennen los. Ich versuche Sie einzuholen. Ja, bis davor. Geht schon los? Los geht's. Es ist dunkel. Ich komme hinten nach. Jawohl. So. Achtung. Wo ist er? Wo ist er? Haben wir nicht gesehen? Du bist viel peinlicher als ich bei Smitten war. Nein, du warst viel schlechter. Nein, ich war gut. Respect for Mixana, play some reggae music on your show. Thank you.
ist lebendig, lebendig, wunderbar, wunderbar, wunderbar ist lebendig, Zellermann Karl. Das Mikro vergessen. Mikrofon. Mikrofon bitte her. Mikrofon. So geht's nicht. I wanna dance with you, baby. Whoa. I just wanna dance with you. Ich wollte dance. Klasse! Könnte man gut brauchen im Landtag, oder? Für die Stimmung. Bei aller Liebe, meine Herren. Hier gibt's zwar sensationelle Klänge, aber sicher keine Moral. Wie macht der Papagei? Wie macht der Papagei? Und wie spricht die Schildkröte? Herr Kollege, Schildkröten sprechen nicht. Die sprechen nicht. Aber wir sollten zumindest auf die zuletzt gestellte Frage antworten. Da hat er recht. Und wie lautet jetzt die Moral von der vorherigen Geschichte? Des einen Lied. Des anderen Leid. Oder Freud natürlich. Je nach Geschmack. Weißt du jetzt eigentlich schon, was angewandter Journalismus ist? Nein, aber muss man das eigentlich wissen? Ja. Ich muss es nicht wissen, aber wenn es interessiert, der kann es ja gerne nachschlagen. Genau. Ich habe noch was vergessen. Eigentlich sollten an dieser Stelle einige lustige Hopperlas laufen. Wir haben uns aber dafür entschieden, wenigstens einen kurzen Teil des Films seriös zu gestalten. Also lehnen Sie sich zurück und genießen Sie den garantiert nonsensfreien Abspann. Auch überzeugte Konformisten sollen bei uns auf ihre Rechnung kommen.